Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 50 Sonntag. Welch ein Tag für die arbeitende Klasse auf dem festen Lande! Die Greise freuen sich schon sonnabends auf den Ruhepunkt, wo sie nach 6 mühevollen Tagen die ihrigen reinlich und festlich gekleidet in Freude und Lust um sich sehen. Die Kinder rechnen schon Montag, wie lange es noch zum Sonntag sei. Dann ist keine Schule, dann können sie frei und frank herumlaufen und spielen nach Herzgefallen. Und vollends den jungen Leuten öffnet sich ein Himmelreich bei Musik und Tanz, unter der Linde und in der Schenke. Von den Vornehmen in den Städten haben freilich viele alle Tage Sonntag, wenn sie wollen. Dennoch ist für alle Städte der Tag des Herrn nicht nur ein Ruhetag, sondern auch ein Tag der Freude, geselligen Vergnügens und vor allem Familienzusammenkünften geweiht. Wenige gibt es nicht, die nicht diesem Tage, so oft er erscheint, mit irgendeiner frohen Hoffnung entgegensehen, und wäre es nur die, einmal ins Schauspiel zu gehen, nachdem man die ganze Woche alle Abende bei der Arbeit war. Ganz anders ist es in London. Musik und Tanz sind hoch verpönt, an Theater gar nicht zu denken erlaubt. Alle Läden, alle Ausstellungen sind dicht verschlossen. Die fanatische Pedanterie, mit der man hier für die Heilighaltung des Sabbats wacht, übertrifft noch die der Juden, welche doch nur die Arbeit untersagen, aber das Vergnügen erlauben. Einige der vornehmsten Familien des Reichs wurden vor kurzer Zeit fast namentlich in den Kirchen als Sabbatschänder und schreckliche Sünder abgekanzelt und in allen öffentlichen Blättern mit Schmähreden überhäuft, weil sie sonntags unter sich Liebhaberkonzerte gaben und weil es bisweilen vorkam, dass die Gesellschaften, welche sie sonnabends bei sich versammelten, bis nach Mitternacht bei Tanz und Karten verweilten und dadurch den Tag des Herrn entheiligten, ehe er noch recht erschienen war. »Ist's wirklich wahr, dass man in Deutschland am Sonntage Karten spielt?« hörten wir eine Dame fragen. »Keinen Tag lieber als sonntags, wo man doch nichts zu tun hat,« war die Antwort. »Good Lord«, seufzte die zweite Dame. »Aber«, setzte sie belehrend hinzu, »man kann's ihnen nicht verdenken, sie werden nicht besser gelehrt.« Und dabei blickte sie mitleidig auf uns Heiden. »Aber sie spielen doch nicht um Geld?« fragte eine Dritte. »Freilich um Geld, oft um viel Geld.« Alle fuhren schaudernd zurück. »God bless us all«, »Gott segne uns alle«, sagte die Vierte. »Ich habe einmal sonntags und um gar nichts Karten gespielt, und ich kann's mir heute nicht vergeben.« Alle vier hatten 2 Minuten vorher bitterlich über den Sonntag geseufzt, der ihnen nicht erlaubte, einen Robber zu machen. Man war auf dem Lande bei abscheulichem Wetter und hatte die schrecklichste Langeweile, während die Herren bei der Flasche wie angemauert blieben. Der echte Engländer teilt den Tag zwischen öffentlichem Gottesdienst, häuslicher Betstunde und der Flasche. Seine Frau bringt die Zeit, welche ihr die Andacht übrig lässt, mit irgendeiner Frau Gevatterin zu und lässt den lieben Nächsten eine etwas scharfe Revue passieren, denn das ist sonntags erlaubt. Die Kinder sind gar übel daran, seit man eigene Schulen für die Sonntagabende errichtet hat, in welche sie prozessionsweise getrieben werden, nachdem sie den Tag über 2-mal in der Kirche und 1-mal zu Hause die sinn- und geistlose Liturgie des englischen Gottesdienstes haben herbeten müssen. Aber wie noch erbärmlicher geht's dem des Zwangs ungewohnten Fremden. Sie öffnet das Klavier, die Wirtin knickst ins Zimmer rein und bittet, den Tag des Herrn nicht zu vergessen. Sie ergreifen ein Buch, da kommt ein Besuch, sieht, dass sie einer weltlichen Lektüre sich überließen und hält ihnen eine wohlgemeinte Ermahnungsrede. Ärgerlich setzen sie sich ins Fenster, ohne daran zu denken, ergreifen sie ein Strickzeug. Da versammelt sich der Pöbel vor dem Hause, mit Schimpfen und Schelten zieht er ihnen einen neuen Besuch der Wirtin zu, welche im heiligen Eifer sich diesmal etwas weniger glimpflich ausdrückt als kurz vorher. Beschäftigen sie sich fern von Fenstern in ihrem Zimmer, so äußern die Bedienten, so oft sie hereintreten, ihren heiligen Abscheu, wenigstens durch Mienen, wenn nicht durch Worte. Wollen sie mit ihren Landsleuten eine Partie Whist in ihrem eigenen Zimmer machen, so hat ihr eigener Bedienter das Recht, sie beim nächsten Friedensrichter zu verklagen, und sie entgehen sicher der Strafe nicht. Was fängt man aber mit dem Tag an, der 52-mal im Jahre wiederkommt? Man macht kleine Reisen, wenn die Jahreszeit und das Wetter es erlauben, und achtet's nicht, dass die Wegegelder am Sabbat doppelt erlegt werden müssen, zur Ehre des Herrn. Im Winter, bei schlimmem Wetter, fasst man sich in Geduld. Andern Rat gibt's nicht. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 53.
Öffentliche Vergnügungen, Theater. Nicht allein an der Sprache erkennt man die verschiedenen Nationen, welche Europa bewohnen, auch am Gange, am Tone, an der Gebärde. Jede derselben unterscheidet sich von der anderen durch schwer zu bezeichnende, aber deshalb nicht weniger sichtbare und untrügliche Kennzeichen. Auch auf die bildende Kunst hat dieser angeborenen und angeeignete Unterschied der Nationen großen Einfluss. Kein Niederländer malt wie ein Italiener, kein Franzose wie beide. Alle müssen ihrer Nationalität treu bleiben. Die Gestalten, die Gebärden, der Himmel, die Beleuchtung, die wir von Jugend auf sehen, prägen sich uns mit unauslöschlichen Zügen ein. Wir können nur wiedergeben, was wir in uns tragen, und der Unterschied der Schulen liegt mehr an dem Himmel, unter dem sie entstanden, als an den Meistern, die man für ihre Stifter erkennt. Bei der theatralischen Kunst blickt diese Nationalität noch deutlicher hervor, und es wäre möglich, einem Schauspiel zuzusehen, ohne dass man ein Wort davon hörte, so müsste doch der kundige Beobachter gleich entscheiden können, ob er ein englisches, französisches oder deutsches Theater vor sich sehe. Alle drei können in ihrer Art vortrefflich sein und werden dennoch dem Fremden missfallen. Denn dieser mit der Individualität der Nationen noch nicht bekannt genug, will nach seinem eigenen, von Hause mitgebrachten Maßstabe messen. Nur nach und nach wird er entdecken, dass das, was ihm zuerst widerwärtig, unnatürlich, übertrieben erschien, dennoch treu, wahr und bewundernswürdig ist. Betrachtet man eine theatralische Vorstellung als ein vollendetes, abgerundetes Ganze, so haben wir Deutschen vor den anderen Nationen keinen Vorzug, so viel vortreffliche einzelne Künstler wir auch aufzuweisen haben. Das Weimarische Hoftheater, begünstigt durch ein Zusammentreffen vieler seltener, außerordentlicher Umstände, war vielleicht das einzige in Deutschland, auf welchem man noch zuweilen einzelne Darstellungen einiger Meisterwerke der vorzüglichsten Dichter erblickte, da sich, durch das Zusammenpassen jedes Teils zum Ganzen, der Vollkommenheit näherten. Dass der deutsche Schauspieler allen alles sein muss, ist ein Unglück. Dadurch wird er verhindert, sein Talent auszubilden für das seiner Persönlichkeit am besten zusagende Fach. In Paris und London ist das anders. Jeder widmet sich den Rollen, zu welchen seine Individualität ihn ruft. Mit dem Alter nimmt man es dort weit weniger genau als bei uns. Gerechter als wir bedenkt man, wie viel dazugehört, eine hohe Stufe in irgendeiner Kunst zu erringen. Kein vollendeter Künstler ward geboren. Jahre voll Anstrengung und Studium gehören dazu, um das große Talent auszubilden. Oft ist die Jugend entflohen, wenn jenes erst in vollem Glanze strahlt. In Frankreich und England erkennt man dies und lässt sich lieber willig durch Schminke, Kleidung, Beleuchtung täuschen, als dass man den höchsten Genuss, den die Kunst gewähren kann, verschmähte, weil der Künstler einige Jahre zu viel zählt. Der vorzügliche deutsche Schauspieler ist in Gebärde, Ton, Deklamation und Stellung bei weitem der gemäßigste, weil Maßhalten und Ernst in der Natur des Deutschen liegen. Wir erscheinen unseren Nachbarn kalt aus demselben Grunde, aus welchen sie uns übertrieben erscheinen. Ebenso wird der westfälische Bauer gewiss glauben, der Provenzale oder Gascogner wolle ihn totschlagen, wenn jener ihm bloß nach seiner Landessitte einen guten Morgen bietet. Nennt man ein nach festgesetzten Regeln genau gebildetes Ganzes ein vollendetes Kunstwerk, so hat die französische Tragödie vor allen anderen den Vorzug. Streng abgemessen sind Zeit und Ort. Jeder Vers, jedes Wort findet im Parterre Richter, die keinen Verstoß gegen einmal festgesetzte Regeln hingehen lassen. Gesetze des sogenannten Wohlstandes, wie keine andere Nation sie kennt, binden den Dichter wie den Schauspieler. Beide dürfen sich nur in scharf gezogenen Schranken bewegen. Das auf diese Weise mühevoll hervorgebrachte Kunstwerk blendet, setzt in Erstaunen, erregt Bewunderung. Aber wir bleiben ohne Teilnahme dabei, und ein Frösteln, das wir ungern Langeweile nennen möchten, bemächtigt sich unser. Die Stellungen der berühmtesten Schauspieler, schön und kunstreich wie sie sind, erinnern doch immer an jene akademischen Figuren, die wir auch auf den französischen Gemälden finden und von denen es auch ihren besten Meistern nicht gelingt, sich ganz zu befreien. Der Geist der Tragödie ist nicht der Geist der Nation, die von jeher alles leicht nahm, was das Schicksal auch immer über Sterbliche verhängen mag. Die Sprache selbst, ihr Mangel an Tonfall, widerstrebt der höheren Poesie, widerstrebt jeder Deklamation. Alles wird bloß durch Kunst hervorgebracht, es ist, als hörte man einen auf das kunstreichste gebildeten Sänger, dem aber die Natur eine sonore Stimme versagte. In der höheren Komödie hingegen steht der Franzose auf der ersten Stufe.
Da ist Geist, Leben, Witz, Laune und der fein gebildete Konversationston zu treffen, welcher ihn auch im gemeinen Leben vor allen Nationen auszeichnet. Das englische Theater steht auf dem ganz entgegengesetzten Punkte. Keine Regel beschränkt den Dichter, keine den Schauspieler. Ungebunden überlassen beide sich ihrem Genius. Alles steht dem Dichter zu Gebot, Verse und Prosa, ewiger Wechsel der Szene, Ausdehnung der Zeit ins Unendliche, alle möglichen Motive. Wie schwer es sei, von dieser unbeschränkten Gewalt den rechten Gebrauch zu machen, lehrt der Mangel an guten neuen Tragödien. Nur Shakespeares Riesengeist konnte sie zum Rechten anwenden. Noch immer steht er allein da, das Volk verehrt ihn als seinen einzigen Dichter und drängt sich unermüdet zu seinen Meisterwerken. Die englische Komödie gibt ein treues, oft etwas überladenes Bild des häuslichen und geselligen Lebens, der Fehler, der Tugenden, der Lächerlichkeiten, die man in den verschiedenen Ständen trifft. Die Eigenheiten der verschiedenen Provinzen, der Schotten und Iren, besonders ihrer Dialekte, erhöhen das Komische derselben und werden mit vieler Treue dargestellt. Charakterkomödien, wie die Franzosen deren meisterhafte besitzen, in denen sich alles um eine Rolle dreht, die dadurch bis ins kleinste Detail herausgehoben wird, kennt der Engländer nicht. Dafür wimmeln alle Stücke von Personen, die uns als Karikaturen erscheinen, die es aber bei diesem originellen Volke nicht sind. Nur die stärksten Züge ein wenig verflacht und gemildert, und man trifft überall im geselligen Leben die Urbilder dazu an. Selbst bei den besseren der gezeichneten Karikaturen, an denen wir uns auch zuweilen in Deutschland ergötzen, ist dieses schon der Fall. Ähnlichkeit liegt immer zugrunde und bei weitem nicht so mit fremden Zügen überladen, als man im Auslande wohl glaubt. So streng man sonst in England in allen Zirkeln, die aus Männern und Frauen gemischt sind, auf Dezenz hält, so nachsichtig ist man in dieser Hinsicht auf dem Theater. Frauen, die im geselligen Leben jedes nur von fern ihr Zartgefühl beleidigende Wort empört, sehen Szenen an, von denen jede Französin sich zürnend wegwenden würde und die gewiss das Pariser Publikum mit dem entschiedensten Unwillen aufnähme. Der englische Tragiker spielt natürlicher als der französische, feuriger als der deutsche. Zu treu kopiert er die Natur und überschreitet oft die Grenze des Schönen. Der wütendste Ausdruck des Leidens, selbst der laute Schrei körperlichen Schmerzes, alle Verzerrungen des Wahnsinns, konvulsisches Zucken des Sterbenden, nichts wird dem Publikum erlassen, welches in diesem allem die höchste Kunst zu sehen glaubt und mit gesträubten Haare dann am lautesten in Beifallsbezeugungen ausbricht, wenn es vor Schrecken schaudert. Die Größe des Schauspielhauses zwingt die Schauspieler, überlaut zu sprechen, denn der im entferntesten Winkel sitzende Matrose will für seine Sixpence so gut alles hören und vernehmen als die vornehmste Lady in der ersten Loge. Deutliche Aussprache ist demnach die erste Forderung, welches das englische Publikum an den Schauspieler macht. Dieser muss daher mit der äußersten Anstrengung jedes Wort, jede Silbe abstoßend betonen. Bei den mittelmäßigen Künstlern bringt dies eine sehr unangenehme, oft lächerliche Wirkung hervor. Nur die Besten von ihnen wissen mit unglaublicher Mühe, diese Schwierigkeit zu bekämpfen. Aber auch die besseren Schauspieler heben gewisse Tiraden hervor, welche auf Patriotismus, Freiheit und Nationalität Bezug haben und von denen sie voraus wissen, dass das Publikum sie jedes Mal beklatscht. Diese Stellen werden ganz an dasselbe gerichtet und die Mitspielenden während einer solchen Hauptaktion gar nicht beachtet. Ihre Zeit tritt später wieder ein. Periodenweise deklamiert der Schauspieler seine Rede ab. Zwischen jedem Satze wird eine hinlängliche Pause für den Beifall gelassen, dann weitergesprochen, dann wieder geschwiegen, so dass das Ganze sich wie ein Melodram ausnimmt, zu welchem das Publikum das Akkompagnement liefert. Die englische Deklamation hat ohnehin einen eigenen singenden Ton, ohne große Modulation, etwas dem Fremden affektiert scheinendes Pathetisches, das sich nicht beschreiben lässt. Bei etwas Aufmerksamkeit aber findet man ihn im gemeinen Leben wieder, bei jedem durch Leidenschaft gehobenem Gespräch. Es ist die der englischen Sprache eigene Melodie. Jede Sprache hat die ihrige. Im Komischen, besonders im Possenspiel, übertreffen die Engländer vielleicht alle anderen Nationen. Schon der bekannte, angeborene Ernst dieses Volkes macht seine seltene Lustigkeit umso ergötzlicher. Die Späße sind nicht immer die feinsten, oft ein wenig breit und plump, aber sie reizen unwiderstehlich zum Lachen. Einige Schauspieler, zum Beispiel Munton, Fußnote, Joseph Munton, beliebter Komiker, von der zeitgenössischen Kritik jedoch als Grimassenschneider einschränkend beurteilt, Ende der Fußnote, brauchen nur sich zu zeigen und das Haus erhebt sich bis in seinen tiefsten Grund von der rauschendsten, lautesten Freude. Viel will dies sagen bei einer Nation, welche das Lachen für unanständig hält und dem Gebildeten höchstens nur ein Lächeln erlaubt. Hier siegt die Natur, unterstützt von der Kunst, und Regel und Zwang sind vergessen.
Opern werden selten gegeben. Ein englisches Rezitativ ist undenkbar und der Engländer findet die Abwechslung von Rede und Gesang unnatürlich. Das Volk liebt überhaupt die Musik wenig. Doch spielt man zuweilen als Nachspiel irgendeine kleine Oper und es fehlt nicht an guten Sängern und Sängerinnen, um sie für ein englisches Ohr ganz angenehm aufzuführen. Reise durch England und Schottland von Johannes Schopenhauer, Kapitel 52. Das englische Publikum im Theater. Dies verdient ein eigenes Kapitel, denn es ist einzig in der Welt. Wie es despotisch über die bretterne Welt herrscht, davon hat man in ganz Europa keinen Begriff, auch in Frankreich nicht, wo man doch noch weit von der Langmut der Deutschen entfernt ist. Oft, wir gestehen es, wenn wir sahen, wie viel sich das deutsche Publikum von seinen Lieblingen gefallen lässt, wünschten wir diese nur auf wenige Monate auf die englische Bühne, damit sie erkennen lernten, wie wohl es ihnen zu Hause geht. Im Ganzen lässt sich das Verfahren dieser Insulaner durchaus nicht rechtfertigen. Jedes zu leise gesprochene Wort, jede Vernachlässigung, jedes Stocken wird unbarmherzig geahndet. Nur gegen Debütierende zeigt man große Nachsicht und muntert sie auf alle Weise auf. Daher kam es aber auch, dass wir nie einen Londoner Schauspieler sahen, der seine Rolle nicht gelernt hätte. Der Souffleur mit seinem alle Illusion vernichtenden Kasten ist gänzlich von der Bühne verbannt. Nur ganz dem Publikum verborgen stehen auf beiden Seiten in den Kulissen Einhelfer, die emsig für sich nachlesen und dem Schauspieler notdürftig zu Hilfe kommen, wenn diesen einmal sein Gedächtnis verliest. Wie überall, so hat auch hier der auf den höchsten Spitzen befindlichen Teil des Publikums die lauteste Stimme. Jedes Liedchen, jede Arie, welche diesen Erhabenen gefällt, muss zweimal, oft dreimal gesungen werden. Und ihnen gefällt vieles. Selbst die stolze Billington musste in unserem Beisein sich gefallen lassen, eine Bravour-Arie und ein Duett zweimal zu singen. Entsteht eine Unruhe, ein Streit im Parterre oder auf der Galerie, wird jemand krank und muss weggebracht werden, gleich erschallt von oben herab der Befehl an die Schauspieler, ihnen zu halten, bis die Ruhe wiederhergestellt oder der Unruhestifter hinausgeworfen ist. Bisweilen wird der Lärm so arg, dass die Schauspieler das Theater verlassen müssen, bei der Wiederkehr werden sie mit Händeklatschen empfangen und genau, wo sie aufhörten, fangen sie wieder an. Wie es bei allem diesen um die Illusion stehe, darum kümmert sich niemand. Die Hauptsache ist, dass jeder für sein Geld alles sehe und höre, was es zu sehen und zu hören gibt. Zuweilen werden die Zuschauer Schauspieler. Ein Matrose kam, wie wir eben im Theater waren, einst auf den Einfall, in einem Zwischenakt ein Liedchen zu singen. Gleich wurde von oben herab Stillschweigen geboten, und alles gehorchte. Der Matrose sang für das, was er war, gut genug und mit einer ganz erträglichen Stimme, dabei ganz furchtlos, obgleich sein Auditorium zum Teil aus dem vornehmsten des Reichs bestand. Er fand vielen Beifall und sollte noch einmal singen. Jetzt wollte er es aber zu schön machen, überstieg sich über seine Kräfte und warf mitten in einer Roulade förmlich um. Ein allgemeines Gelächter endigte für diesmal die Szene. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 53. Einrichtungen der beiden großen Londoner Theater in Hinsicht auf die Zuschauer. Um 6:30 Uhr soll jede Vorstellung anfangen. Doch es wird fast immer 7 Uhr und auch diese Stunden ist noch zu früh für ein Publikum, das im Durchschnitt erst gegen 6 Uhr und oft weit später noch zu Mittag speist. Die Vorstellungen dauern so lange, dass jede nicht englische Geduld ermüden muss. Selten kommt man vor Mitternacht nach Hause. Kurz und gut ist nun einmal nicht das Symbol der Engländer. Überall lieben sie lange Sitzungen, im Parlament, an der Tafel und auch im Theater. Jeden Abend müssen 2 Stücke gegeben werden, eines von 5 Akten und ein Nachspiel, welches auch oft 2 bis 3 Aufzüge hat. Gewöhnlich spielt man zuletzt irgendeine Posse, selten eine kleine Oper,
oft irgendein in den neuen englischen Romanen nachgeformtes Unding voll Nacht und Graus. Ob übrigens das Nachspiel zum ersten Stück passend gewählt ist, ob es nicht mit den durch jenes erregten Empfindungen auf das Schreiendste kontrastiert, dies kümmert niemanden. Genug, der Zuschauer bekommt volles Maß für sein Geld. Beide großen Theater von Drury Lane und Covent Garden sind von Monat September bis Ende Junius geöffnet. Dann werden sie geschlossen und das kleinere Sommertheater zu Haymarket kommt an die Reihe. Im Monat Mai und Junius werden die meisten Benefizvorstellungen für die älteren und besseren Schauspieler gegeben. Sie gehören mit zu deren Gehalt. Dann wären diese Vorstellungen oft bis nach 1 Uhr, denn um das Publikum vollkommen gut zu bewirten, schiebt man noch allerhand Sächelchen in die Zwischenakte ein, bald ein Liedchen, bald einen Tanz. Diese gefallen gewöhnlich den hohen Zuschauern, müssen 2 bis 3 Mal wiederholt werden und kosten viel Zeit. Die Logen sind sehr geräumig und so gebaut, dass man aus allen gleich gut sehen kann. Sie enthalten sämtlich mehrere Reihen Bänke, die sich übereinander erheben. So ist auch im Parterre, welches sich, ohne Parkett oder Parterre noble, vom Orchester bis ans Ende des Hauses erstreckt. In allen Reihen Logen werden die Plätze gleich zu 6 Schilling bezahlt. Das Parterre kostet etwas über die Hälfte. Über die Logen erheben sich noch 2 Galerien, zu 2 und 1 Schilling die Person, und hoch über der letzten Galerie, ganz im Hintergrunde, thronen, wie unsichtbar, die respektablen Personen, die, wie wir eben erzählten, gewöhnlich den Ton angeben. Niedrige Abteilungen trennen jede Loge von ihrem nächsten Nachbarn. Hell wie Tageslicht erleuchtet, angefüllt mit Zuschauern, gewähren sie einen bezaubernden Anblick. Die Etikette will, dass alle Damen in vollem Putz das Theater besuchen, wenn sie auf die vordersten Sitze in den Logen Anspruch machen, besonders in denen des 1. und 2. Ranges. Keine Dame wird mit einem tiefen Hut hineingelassen. Ein kleiner, mit Federn oder Blumen gezierter Putzhut ist erlaubt. Im Parterre dagegen erscheint man in gewöhnlicher Kleidung, mit großen Hüten, die aber ohne Widerrede abgenommen werden müssen, wenn es verlangt wird. Frauenzimmer des Mittelstandes und Herren jedes Standes besuchen das Parterre. Es ist ein ganz anständiger Platz, nur muss man früh, oft vor Öffnung des Hauses kommen, um eine gute Stelle zu finden, denn kein Vorherbestellen findet dort statt. In die ersten beiden Logenreihen wird zu Anfang keine Dame hineingelassen, die nicht zuvor ihren Namen ins Logenbuch hat aufschreiben und dadurch ihren Platz bestellen lassen. Dies geschieht, um die öffentlichen Stadtnymphen von diesen Logen zu entfernen, welche für die ersten und unbescholtensten Familien des Reichs bestimmt sind. Jenen Damen sind eigene Sitze im Hintergrund des Schauspielhauses angewiesen. Mit dem Einschreiben des Namens gewinnt man das Recht, mehrere Plätze, in welcher Reihe Bänke man will, bis zu Ende des 1. Aufzugs für sich aufbewahren zu lassen. Man kann seinen eigenen Bedienten hinschicken oder, was gewöhnlicher ist, 1 Schilling bezahlen. Für diesen Preis wird jemand von dem Logenwärter hineingestellt. Bis Ende des 1. Aktes werden diese leeren Plätze freigelassen. Später hat jeder das Recht, sich ihrer zu bemächtigen. Niemand darf für mehr Plätze bezahlen, als er braucht. Und täte man es, mietete man auch eine ganze Loge, es würde nichts helfen. Der Engländer behauptet, niemand dürfe durch sein Geld einen anderen, der auch bezahlt, vom Genusse eines öffentlichen Vergnügens ausschließen, wenn es der Raum erlaubt. Deshalb findet auch in den englischen Theatern kein Abonnement statt. Selbst die königliche Familie muss ihre Loge vorher bestellen, die sich übrigens durch nichts von den übrigen unterscheidet und ohne Unterschied wie die übrigen besetzt wird, wenn niemand vom königlichen Hause da ist. Nach dem 3. Akt wird jedermann für den halben Preis hineingelassen. Dieser Gebrauch ist sehr unangenehm für den besseren Teil der Gesellschaft.
Mit großem Geräusche schwärmen dann jene Nachtvögel, die man so gern aus diesem Kreise abhielte, herbei, und alle Vorkehrungen dienten nur, sie von den ersten Reihen der Sitze in den Logen zu vertreiben. Die schlechteste Gesellschaft, freilich vorschriftsmäßig gekleidet, verbreitet sich dann durchs ganze Haus. Deshalb gehen auch Damen nie ohne männliche Begleitung ins Theater. Und kein Mann tritt einem hinter ihm sitzenden, ihm unbekannten Frauenzimmer seinen Platz ab, aus Furcht, die neben ihm sitzenden in eine unpassende Nachbarschaft zu bringen. Dies ist einer von den Fällen, in welchen ein Fremder, der diese Sitte nicht kennt, aus großer Höflichkeit unhöflich werden könnte. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 54, Drury Lane. Fußnote: Das Haus, das Johanna besuchte, stammte aus dem Jahre 1794 und brannte 1809 wieder ab. Die Gründung des Drury Lane Theaters geht auf Thomas Killigrew zurück, der mit königlichem Patent 1662 hier ein Theater gebaut hatte, das aber ebenfalls mehrmals restauriert und umgebaut wurde. Das Patent besagte, dass nur Drury Lane und Covent Garden das Recht hatten, reine Schauspiele aufzuführen. Daher durch Jahrhunderte die Stellung dieser beiden Bühnen. Seit 1802 hatte mit dem Abgang der Geschwister Kemble, Robert Kemble und Sarah Siddons, Drury Lane die Führung gegenüber Covent Garden verloren. Und sein besonders skrupelloser Direktor Sheridan wirtschaftete das Haus auch finanziell ab. 1812 wurde ein neues Haus eröffnet, das in wenig veränderter Form bis heute besteht. Ende der Fußnote. Dieses Theater ist von innen eines der größten und schönsten in der Welt. Die Außenseite desselben sahen wir nicht vollendet. In einem schwerfälligen Stil erbaut, wie fast alle öffentlichen Gebäude Londons, scheint es trotz seiner Größe von einem ungewöhnlich hohen Dache fast erdrückt zu werden. Dies Dach ist indessen für das Ganze von unschätzbarem Nutzen, nicht allein wegen der Flugwerke und übrigen Maschinen, die darin angebracht sind, sondern weil es einen eisernen Vorhang enthält, der im Fall, dass während der Vorstellung Feuer auf dem Theater auskäme, gleich herabgelassen wird und den Teil des Hauses, welchen die Zuschauer erfüllen, vor aller Gefahr sichert. Von innen ist das Haus hell gemalt, geschmackvoll dekoriert. Es enthält 4 Reihen Logen ohne die Galerien. Wenigstens 50 glänzende kristallene Kronleuchter und noch viel mehr Spiegelwandleuchter sind ringsum in zierlicher Ordnung angebracht. Mehrere hundert von Wachslichtern brennen darauf. Und doch schwindet ihr Glanz gegen den des Theaters, sowie der Vorhang aufgeht. Erleuchtet durch eine Unzahl von Lampen strahlt dieses wie im hellsten Sonnenscheine. Die Dekorationen sind des Ganzen würdig. Der hintere Vorhang derselben ist eigentlich kein Vorhang. Er wird nicht aufgerollt, sondern zerlegt sich in mehrere Teile, je nachdem der Gegenstand ist, den er vorstellt. Diese einzelnen Teile trennen sich wieder in kleinere, schieben sich ineinander und werden so in die Höhe gezogen. So steigen sie auch herab und entwickeln sich mit Zauberschnelle. Keine Spalte deutet ihre Zusammensetzung an. Diese Einrichtung hat den Vorteil, dass die Dekorationen durch das Aufrollen nicht beschädigt werden, dass sie keine Falten und Streifen zeigen und nie so in Bewegung kommen wie unsere Vorhänge, die uns oft in den friedlichsten Szenen ein Erdbeben vergegenwärtigen. Die glänzendsten Sterne des theatralischen Himmels hatten sich, wie wir in London waren, in Covent Garden vereint. Doch blieb Drury Lane, besonders im komischen Fach, noch reich genug, um durch sehr ausgezeichnete Vorstellungen zu erfreuen. Vor allem glänzte Madame Jordan hervor, die Geliebte, oder wie einige behaupteten, die heimlich angetraute Gemahlin des damaligen Herzogs von Clarence, des jetzigen Königs, der auch vor der Welt sie auf alle Weise ehrte und sie immer in seiner Equipage
mit seiner Livree ins Theater fahren ließ. Fußnote: Wilhelm, Herzog von Clarence, König Wilhelm IV. Von 1830 bis 37 hatte Dorothy Jordan 1785 im Drury Lane zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und sich in die junge Frau verliebt. Sie lebten 20 Jahre miteinander, hatten 10 Kinder. 5 andere, die aus einer Beziehung vor Wilhelm bestanden, hatten sie in der Nachbarschaft untergebracht. Zwischen ihren Geburten trat sie immer wieder auf. Ein Jahr nach Johannes Aufenthalt kam es dann zum Bruch, da Wilhelm sich mit Heiratsabsichten betrug. Dorothy ging ins Ausland und starb in Frankreich in bitterster Not. Ende der Fußnote. Beim Anblick dieser wunderbar reizenden Frau musste man ganz vergessen, dass sie schon ziemlich weit über die erste Blüte der Jugend hinaus und für jugendliche Rollen etwas zu stark geworden war. Der fröhlich, schalkhafte Ausdruck ihres sehr hübschen Gesichts, ihr angenehmes, sonores Organ, die naive Grazie und Wahrheit in jeder ihrer Bewegungen bezauberten unwiderstehlich und ließen nichts vermissen. Wir wollen hier einer Vorstellung in Drury Lane gedenken, die uns vor allem gefiel. Man spielte Shakespeare, Much Ado About Nothing, in Klammern, viel Lärm um nichts, Klammer zu. In Deutschland sehen wir zuweilen eine Verkrüppelung dieses herrlichen Lustspiels unter dem Namen Die Quellgeister. Und es unterhält auch da noch, so viel Mühe sich dessen Verfasser gegeben hat, es zur Mittelmäßigkeit herabzuziehen. So unbeholfen sich auch Shakespeare in der engen Uniform eines modernen Leutnants oder Hauptmanns bewegt. Fußnote: Von dem Mannheimer Schauspieler Beck. Johanna besuchte diese Vorstellung bei ihrem ersten London-Aufenthalt am 30. Mai, wenige Tage vor ihrer Ankunft in England. Ende der Fußnote. Welch ein ganz anderer Genuss aber ist es, dieses Stück mit wenigen Weglassungen, die unsere Sitten durchaus notwendig machen, in seinem ursprünglichen Glanze zu sehen. Madame Jordan als Beatrice und Mr. Bannister als Benedict waren ganz in ihrem Orte. Fußnote: John Bannister, in Anführungszeichen, den besten niederen Komikern auf der Bühne, Anführungszeichen Ende, nannte ihn Leigh Hunt in seinen Critical Essays, 1807, Ende der Fußnote. Die Szenen zwischen beiden, wo ein Witz den anderen, wie ein Wort das andere jagt, muss man von beiden gesehen haben, um zu glauben, dass etwas auswendig Gelerntes mit dieser Wahrheit wiedergegeben werden kann. Die langsam pathetische Ausstoßung der Worte, deren wir oben gedachten, war hier, wie bei allen guten englischen Komikern, ganz verschwunden. Alles ging Schlag auf Schlag, dennoch verlor kein Zuhörer in dem ungeheuren Hause auch nur eine Silbe. Freilich, so wie die Verse und mit ihnen der ganze Ernst wieder eintreten, erscheint auch wieder der feierliche Predigerton. Über alles ergötzlich waren der Richter Dogberry und seine Gesellen mit ihrem breiten Bauerndialekte. Das ganze große Haus bebte vom unaufhaltsamen Gelächter der Zuschauer. So wie sie erschienen, mussten sie oft innehalten, um nur gehört zu werden. Madame Blunt, eine kurze, dicke, ältliche Favoritin des Publikums, die für eine vortreffliche Sängerin galt, weil sie gewaltig schrie und dabei deutlich aussprach, sang in einem Zwischenakt die englische Liebesromanze Poor Crazy Jane, in Klammern die arme, wahnsinnige Hannah. Es sind die einfachen Klagen eines von seinem geliebten, betrogenen und darüber wahnsinnig gewordenen Mädchens. Die Musik war nicht sonderlich. Doch musste sie unter lautem Beifall zweimal wiederholt werden. Hierzulande gilt der Text mehr als die Musik, und solche Schilderungen des höchsten menschlichen Elends sind einmal die größte Freude der Engländer. Mit ihrem Gefühl geht es ihnen wie mit dem Cheyenne-Pfeffer. Nur das möglichst starke,
vermag bei ihnen Herz und Magen zu reizen. Nach dem Beschluss machte für diesen Abend, oder wie man hierzulande passender sagt, für diese Nacht, eine große, meistenteils von Italienern aufgeführte Pantomime, ein Schauspiel, das wir in dieser Vollkommenheit noch nirgends sahen. Ein Zauberer saß auf seinem Throne, umgeben von dienenden Geistern aller Art. Im Hintergrunde, hinter einem eisernen Gitter, erblickte man den alten Pantalon, Harlekin, Colombine und den treuen Diener Pierrot. Alle in Todesschlummer versunken, in Särgen liegen. Der Zauberer musste notwendig verreisen, und alles kam darauf an, dass jemand einstweilen an seiner Stelle auf dem Throne säße und das Zepter aufrecht hielte, ohne einzuschlafen. Ein neckischer kleiner Kobold, unübertrefflich von einem Signor Grimaldi gespielt. Fußnote: Der Clown Grimaldi gehörte seit seiner Kindheit dem Haus an und war ein über alle Maßen beliebter, aber auch von der Kritik gerühmter Pantomime. Ende der Fußnote. Wird zu diesem Ehrenamt erlesen und weiß sich nicht wenig damit. Der Zauberer ermahnt ihn aufs Dringendste, ja nicht einzuschlafen, und fährt ab in seinem Drachenwagen. Eine Weile geht es vortrefflich. Der kleine, närrische Kobold ist außer sich vor Freuden auf dem weiten, prächtigen Thron. Nun aber meldet sich der Schlaf. Umsonst widersteht er aus allen Kräften. Umsonst nimmt er aus einer ungeheuren Dose eine so starke Prise, dass er dreimal niesen muss. Bei jedem Niesen wenigstens drei Ellen hoch vom Sitze in die Höhe geschnellt wird, in der Luft sich ein paar Mal überschlägt und immer wieder auf den Sitz zurückplumpst. Die Natur siegt. Er schläft ein. Das Zepter entsinkt einen Moment seiner Hand. Der Zauber ist zerstört. Und der bunteste Wirrwarr hebt an. Die Schlafenden entstehen hoch erfreut aus ihren Särgen. Alles verschwindet. Harlekin und die Seinen sind nun auf ewiger Flucht. Überall, in tausend Abwechslungen, lassen sie sich häuslich nieder und fangen an, ihr lustiges Wesen zu treiben. Überall verfolgt sie der Kobold. Ewiger Szenenwechsel, Dekorationen, so prächtig man sie nur erdenken kann, Verwandlungen, bei denen man verleitet wird, an Hexerei zu glauben, folgen in der schnellsten Mannigfaltigkeit, dass das Auge kaum Zeit hat, alles zu bemerken. Die Mimiker waren vortrefflich wie die Dekorationen. Ein echt komischer Zug jagte den anderen. Das Haus erscholl von unaufhaltsamstem Gelächter. Alles lachte, alles war erfreut, aber gewiss niemand imstande, zu Hause zu erzählen, was er gesehen hatte. Gegen 1 Uhr endigte das Schauspiel. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 55, Covent Garden. Fußnote: Das Haus, das Johanna besuchte, war 1792 durch den Architekten Henry Holland wesentlich vergrößert worden. 3600 Plätze statt vorher 2000. Hauptattraktion war ein eiserner Vorhang, der aber dennoch nicht verhindern konnte, dass das Haus 1806 einer Brandkatastrophe zum Opfer fiel. Neubau 1809. Nach einem neuerlichen Brand entstand es 1858 in seiner modernen Gestalt unter dem Namen Covent Garden Opera House. Ende der Fußnote. Das Haus, nicht völlig so groß als das von Drury Lane, aber nicht weniger elegant dekoriert, erscheint fast noch blendender, noch prächtiger als jenes, denn viele große und kleinere angebrachte Spiegel vervielfältigen die Menge der strahlenden Wachskerzen ins Unendliche. Hier auf diesen Brettern sah man oft in einer einzigen Vorstellung die berühmtesten Künstler vereint. Zuerst nennen wir Madame Sinons, die, seit wir sie sahen, das Theater verlassen hatte. Fußnote: Sarah Siddon, 1755 bis 1830, geniale Tragödin. Garrick holte sie 1775 zum ersten Mal ans Drury Lane.
doch konnte sie sich nicht durchsetzen und kam 1782, nun schon berühmt, ein zweites Mal an diese Bühne. Ihre Glanzrolle, die Lady Macbeth, hat sie allein in London 139 Mal gespielt. Gerade in der Spielzeit 1804-1805 verlor sie etwas des Publikumsinteresse, da sich dieses dem 13-jährigen Wunderknaben Master Betty zuwandte, der Hamlet und Richard III. Spielte. 1802 bis 1812 spielte sie im Covent Garden, zog sich dann vom Theater zurück, trat aber noch mehrmals auf. Ende der Fußnote. Sie war eine hohe, königliche Gestalt. Als ob Melpomene, wie alte Meister sie uns darstellen, das Piedestal verlassen hätte, um unter den Lebenden zu wandeln, so trat sie einher, groß, schön, im einfachen Ebenmaß. Ihr ganzes Wesen war zur Tragödie geschaffen. Der Ausdruck, die Form ihres schönen Gesichts passte nur für das Trauerspiel. Unmöglich konnte man sie sich fröhlich oder gar lachend denken. Unbeschreiblich melodisch war ihre Stimme, sanft und durchdringend zugleich. Sie hatte unnachahmlich klagende Töne in ihrer Brust. Schon lange war sie nicht mehr jung, aber die Zeit konnte ihr wenig rauben. Bei diesen edlen, gleichmäßig schönen Zügen vermisste niemand den Glanz der Jugend. Sie war ziemlich stark, aber auch dies machte keinen Übelstand bei ihrer hohen Gestalt. Sie wäre ein Ideal gewesen, über das hinaus man sich nichts denken konnte, hätte sie sich nicht zuweilen von der Lust, dem Publikum zu gefallen, hinreißen lassen, ihr großes Talent zu missbrauchen. So aber überschritt sie oft die Grenzen des Schönen und ward fürchterlich. Als Isabella zum Beispiel in dem Trauerspiel The Fair Penitent, in Klammern die schöne Büßende, Klammer zu. Fußnote von Nicholas Rowe, seit der Uraufführung 1703 viel gespieltes Repertoirestück. Ende der Fußnote. Wo sie im fünften Akt den Dolch sich ins Herz stößt, verschied sie mit einem lauten, konvulsivistischen, herz- und nervenzerreißenden Gelächter, das ziemlich lange anhielt und den Zuschauern die Haare zu Berge sträubte. Aber so etwas will der Engländer, und halb London strömte ins Theater, um Madame Sidons Lachen zu hören, obgleich die Damen Krämpfe und Ohnmachten davontrugen. Ihr wahrer Triumph aber war wohl die Rolle der Lady Macbeth. Denn in dieser hatte sie ein weites, offenes Feld für ihr großes Talent. In der Szene des Nachtwandelns machte ihr bloßer Anblick jeden Blutstropfen erstarren. Ihr Bruder Kemble verdiente, ihr Bruder zu sein. Fußnote: John Philip, Bruder der Sarah Siddons, doch nicht von ihrer genialen Begabung. Seine entscheidende Leistung lag auf dem Gebiete der Regie, in seinem Bestreben, Kostüm und Szenerie sinnvoll in den Gesamteindruck einer Aufführung einzugliedern, worauf man bis dahin wenig Wert legte. Ende der Fußnote. Seine Gestalt war noch sehr edel und schön, obgleich auch er die Jugendjahre weit überschritten hatte. Zuweilen schien er vielleicht ein wenig monoton, aber sein Spiel war immer durchdacht und motiviert, und immer erkannte man darin seine Lehrerin. Der junge Siddons, der noch obendrein seiner Mutter sprechend ähnlich sieht, und seine Frau, die mit Jugend und Schönheit ein großes Talent für sanfte, duldende, liebende Rollen vereint, zeichneten sich ebenfalls aus. Teils durch das, was sie schon damals leisteten, teils durch die Hoffnungen, die sie gebildet in dieser Schule für die Zukunft gaben. Unmöglich kann man die Rolle der Julia lieblicher dargestellt sehen als von der jüngeren Madame Sidons. Ein Meister anderer Art war Coke. Die Natur versagte ihm eine schöne Gestalt, dafür gab sie ihm eine desto ausdrucksvollere Physiognomie, besonders für die Rollen, die er sich erwählt hatte. Tyrannen, Bösewichte, kalte, kühne, trotzige Charaktere spielte er unübertrefflich. Sein Triumph aber war Richard III. Nie war diese Rolle vor ihm so dargestellt worden, nie wird sie es nach ihm werden. Er machte darin Epoche. Seine Feinde behaupteten sogar, er spiele sie immer. In allen seinen Rollen blickte immer Richard III. Hervor,
Gestalt, Ton, Blick, Gang, alles war in dieser Rolle Wahrheit an ihm. Wo er unverhüllt boshaft erschien, schauderte man vor seiner kalten Besonnenheit. Wo er heuchelte, bestach er selbst die Zuschauer. Wenn er mit kaltem Hohne alles, selbst seine eigene Hässlichkeit bespöttelte, wenn er in wilder Verzweiflung »Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd« rief, wenn er mit heuchlerischer Demut das Herz der Lady Anna am Sarg ihres Gemahls eroberte, immer war er sich gleich, immer groß und wahr. In Hinsicht der sonst hier gewöhnlichen Pracht vernachlässigt man oft die Shakespeare'schen Meisterwerke, die schon ihres inneren Werts wegen immer ein gefülltes Haus bringen, und verwendet den Flitter lieber an neueren Darstellungen, die durch nichts anderes glänzen können. Dennoch muss man jene Stücke gerade auf diesem Theater sehen, um der großen Schauspieler willen, welche in den Rollen wahrhaft glänzen. Die Nebenrollen fallen freilich umso unangenehmer auf. Das langsame, einem Gebelle ähnliche Perorieren der mittelmäßigen Schauspieler wird erst lächerlich, dann unerträglich. Freilich mag es so schwer sein, so laut zu sprechen und doch noch Modulation in der Stimme zu behalten. Leider spielt man fast alle Shakespeare'schen Stücke, die noch gegeben werden, nach den Umarbeitungen Garricks, der wie viele seinesgleichens in dem Wahne stand, ein großer Schauspieler müsse auch ein guter Dichter sein, und deshalb sich mit dem großen Meister ganz unerlaubte Freiheiten herausnahm. Fußnote: David Garrick, 1717 bis 1779, berühmter englischer Schauspieler, Stückeschreiber und Theaterdirektor, verkörperte seine neue Schauspielkunst, die auf Schlichtheit und Natürlichkeit Wert legte. Ende der Fußnote. In Romeo und Julia zum Beispiel erwacht Julia, wie Romeo noch sterbend ist. Dies verursacht eine unaushaltbare Szene. Die Amme ist ganz gestrichen. Hamlet wird im Originale ziemlich treu gegeben, nur bleibt Fortinbras am Ende weg. Hamlet ist Camlas Hauptrolle. Er spielt sie bis in die kleinsten Details, als hätte er Wilhelm Meister gelesen. Was Coke und Camlet in der Tragödie, das waren Munden, Fawcett, Lewis in der Komödie, vor allen Munden. Fußnote: William Lewis, Inbegriff des jungen Gecken. Dumme Bediente, alberne Jungen, wunderliche alte Herren waren sein Hauptfach und Polonius im Hamlet sein Triumph. Übrigens übertraf er in Gesichterschneiden und närrischen Stellungen alles, was wir je gesehen haben. Stürmisch geht es in Covent Garden her wie in Drury Lane. Einst bei einer Benefizvorstellung von Menschenhass und Reue, Fußnote von August Kotzebue, die erfolgreiche englische Fassung hieß The Stranger or Misanthropy and Repentance. Ende der Fußnote. Welche in den komischen Rollen besonders vortrefflich dargestellt ward, trat im Zwischenakt ein junger Mann mit einer Hornpipe auf. Fußnote. Dazu führt Johanna in einer Fußnote an. Ein in Matrosenkleidung getanztes Solo, wie man es auch zuweilen auf deutschen Bühnen sieht. Ende der Fußnote. Sehr unschuldigerweise gefiel er den hohen Gönnern, denn er tanzte herrlich schlecht. Man forderte Wiederholung des Tanzes. Aber der junge Herr war so ungefällig, nicht zu erscheinen. Nun entstand ein Lärmen, als sollte das Haus einstürzen, wie Weiland die Mauern von Jericho, von dem Trompetenschalle. Wer solch einen Aufruhr zum ersten Mal beiwohnt, kann sich in der Tat der Furcht nicht erwehren. Es übersteigt allen menschlichen Begriff. Ein Schauspieler stand auf der Bühne und wartete, bis die Schreihälse einmal würden pausieren müssen. Der Moment kam endlich. Mit tiefen Bücklingen trat er hervor und erbat sich die Erlaubnis, ein Lied zu singen. Dabei versicherte er, der andere Gentleman würde gleich darauf tanzen, er erhole sich nur ein wenig. Jetzt war der Beifall ebenso rauschend als zuvor der Tadel. Der Sänger sang ein närrisches Lied von einem Yorkshireman. Fußnote, ebenfalls Johanna. Die Bewohner von Yorkshire sind wegen ihrer schlauen Gewandtheit zum Sprichwort geworden. Man sagt von ihnen, give him a saddle and he will find a horse. Gebt ihm einen Sattel, ein Pferd findet er schon. Ende der Fußnote. Es hatte unendliche Verse,
musste aber dennoch zweimal wiederholt werden. Dass der Sänger sich nicht lange darum bitten ließ, versteht sich von selbst. Sowie das Lied geendigt war, trat der Tänzer wieder auf. Man ließ ihn gelassen tanzen und pfiff ihn hinterher aus. Im folgenden Zwischenakt ahmte ein Schauspieler die bekanntesten Mitglieder beider Theater aufs Täuschendste nach. Etwas, das wohl bei keiner Bühne anderer Nationen geduldet werden würde. Gang, Sprache, Deklamation, alles war zum Verwechseln. Mit lautem Beifall rief das Publikum den Namen des jedes Mal dargestellten Schauspielers aus. Sehr interessant war es, dieselbe Stelle einer Tragödie mehrere Male hintereinander auf ganz verschiedene Weise deklamieren zu hören. Auf alles dieses folgte noch ein Nachspiel, ohne welches das Publikum gewiss nicht ruhig nach Hause gegangen wäre, obgleich schon fast der Tag wieder anbrach. Den größten Lärm aber erlebten wir in Sheridans Umarbeitung von Rollas Tod im Pizarro. Bis jetzt hatte man dieses Stück nur in Drury Lane, aber vielmal hintereinander gegeben, denn Sheridan war bekanntlich Mitdirektor jenes Theaters. Jetzt ward es mit neuen prächtigen Dekorationen auch im Covent Garden angekündigt. Madame Siddons sollte die Cora, Kemble den Roller, Krog den Pizarro spielen. Alle Logen waren längst auf diesen Tag vorbestellt, alles war voll Erwartung. Die Direktion von Drury Lane konnte den Triumph von Covent Garden unmöglich gleichgültig ansehen. Und sie ergriff sonderbare Mittel, ihn zu vereiteln. Fürs Erste kündigte sie dasselbe Stück für den nämlichen Abend an. Der Fall, dass das nämliche Stück an einem Abend in beiden Häusern gegeben werden sollte, war damals nicht vorgekommen, solange die Londoner Theater existierten. Sodann gab sie den Tag vor der Vorstellung ein prächtiges Mittagessen, Herrn Coke zu Ehren, das auf englische Weise dabei viel getrunken ward, dass der Held des Tages mit einem ziemlichen Rausche nach Hause gebracht werden musste, war die Regel. Abends darauf, als das Schauspiel anfing, fand sich eine ungeheure Menge Zuschauer ein, die glänzendste Versammlung, die man seit langer Zeit in Covent Garden gesehen hatte. Zu Anfang ging alles vortrefflich, bis Coke als Pizarro auftrat und, trotz aller Anstrengung, nicht imstande war, auch nur ein lautes Wort hervorzubringen. Er versuchte, zwei-, dreimal zu reden, umsonst. Er musste verstummen. Nur zu gut hatten die Schauspieler von Drury Lane die Schwäche ihres ehemaligen Mitgenossen gekannt und berechnet, denn jedes Mal war Coke den Tag nach einem Rausche durchaus heiser, so dass er unmöglich spielen konnte. Das Übel dauerte nur einen Tag, deshalb hatte man ihn abends vorher so hoch fetiert. Der Zorn, das Wüten des Publikums überstieg nun alle Grenzen. Das vom wildesten Orkan aufgeregte Meer ist nur ein schwaches Bild des unbeschreiblichen Tobens des Parterres und der Galerien. In den Logen blieb man ziemlich ruhig. Die Damen zitterten, alle waren leichenblass und einige wurden ohnmächtig hinausgebracht. Alle Schauspieler mussten auf dem Theater bleiben. Madame Sidon, Kemble und der in der indischen Tracht, Fußnote, indianische Federmäntel, Ende der Fußnote, wunderschön aussah, standen ängstlich verlegen dem entsetzlichen Lärm gegenüber. Denn so wie sie nur Miene machten, das Theater zu verlassen, drohte man es zu stürmen. Coke war wie vernichtet im Hintergrunde. So lärmte man eine starke Stunde durch. Unbegreiflich blieb es uns, wie es die Lungen nur aushielten. Kemble versuchte endlich, Cokes plötzliche Krankheit und ein anderes Stück für den heutigen Abend anzukündigen. Kaum ließ man ihn zu Wort kommen. »Pizarro, Pizarro!« riefen tausend Stimmen. »Coke ist betrunken!« riefen andere und achteten nicht darauf, dass Kemble mit den demütigsten Gebärden das Gegenteil versicherte. Das Toben nahm jeden Augenblick zu. Die Schauspieler schienen sich ängstlich untereinander um Rat zu fragen. Nun trat Kemble wieder vor und fragte, ob das Publikum dem jungen Sidons erlauben würde, den Pizarro mit dem Buch in der Hand zu spielen. Lauter Beifall erfolgte, der Sturm legte sich. Coke schlich sich von der Bühne fort, und das Stück wurde genau von da an weitergespielt, wo man es erst abgebrochen hatte.
Unbegreiflich war uns die Fassung, mit der alle, insbesondere Madame Siddons und Kemble, nach einem solchen Auftritt fortspielten. Sie übertrafen sich selbst. Die Dekorationen waren wunderschön. Und auch Pizarro nahm sich trotz des Buchs besser aus, als man erwarten konnte. Alles war vergeben und vergessen. Nur da Kemble das Stück für den folgenden Tag wieder ankündigte, rief man ihm von allen Seiten zu. Sagt Coke, er solle sich nicht wieder betrinken. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 56, die italienische große Oper. Die italienische große Oper, Fußnote, das große Theater am Haymarket bis 1714 The Queen's, nachher The King's Theatre genannt, 1789 abgebrannt, 1791 neu eröffnet. Dieses Haus stand in seiner Größe kaum der Mailänder Skala nach. 1867 wieder abgebrannt und 1892 abgerissen, da niemand mehr Geldmittel für dieses kostspielige Theater aufbringen wollte. Fußnote Ende. Von diesem großen Theater, dem Stolz der Nation, wenden wir uns jetzt zur italienischen Oper. Obgleich die Vornehmsten es beschützten, so ist dieses Theater dennoch dem Volke verhasst, weil es auf alle Weise dem Nationalgeiste entgegenstrebt. John Bull geht höchstens einmal hin, um sich hernach zeitlebens darüber lustig zu machen. Die fremde Sprache, das ganze ausländische Wesen, vor allem die französischen Tänzer erscheinen ihm wie ebenso viele Entheiligungen des vaterländischen Bodens. Längst wäre die ganze Anstalt zugrunde gegangen, wenn nicht der großen Eitelkeit, Prachtliebe und Vorliebe für das Ausländische sie erhielte. Dennoch sieht man, dass sie hier nicht gedeihen kann und trotz der großen Summen, die darauf verwendet werden, nur kümmerlich vegetiert. Das Haus, noch größer als Drury Lane, enthält außerdem Parterre, 5 freien Logen und 2 Galerien. Über und über mit Malereien überladen, schien es, ungeachtet der sehr glänzenden Erleuchtung, dennoch dunkler als die anderen Schauspielhäuser. Die Verzierungen waren ziemlich geschmacklos. Überall schwärmen Amoretten zwischen 1000 Schnörkeln und Girlanden auf dunklem Grunde. Das Ganze erschien bunt, aber nicht heiter. Dieses Theater ist der glänzendste Vereinigungspunkt des hohen Adels, dem es hauptsächlich seine Erhaltung verdankt. Wer sonst auch noch auf feinen Ton, auf Bildung, auf hohen Stil Anspruch macht, der tut wenigstens, als besuche er es fleißig und sei jedes Mal entzückt, wenn er auch noch so oft mit geschlossenem Munde während der Vorstellung gähnen musste. Alle Logen von unten bis oben sind zu Preisen vermietet, für welche man in mancher Stadt des festen Landes ein ganzes Haus nicht allein mieten, sondern sogar kaufen könnte. Vom Monat Dezember bis Junius sieht man wöchentlich zweimal, dienstags und sonnabends, in diesen Logen die schönsten, berühmtesten, reichsten und vornehmsten Damen des Reiches in ihrem prunkvollsten Schmucke versammelt. Strahlend von Diamanten sitzen sie in langen Reihen und gewähren einen Anblick, der das eigentliche Schauspiel weit übertrifft. Wer nicht abonniert ist, muss ins Parterre, welches hier an Rang den Logen gleichgehalten wird. Das Billet kostet eine halbe Guinee, und die Etikette befiehlt auch hier in Gala zu erscheinen. Die Herren in Escarpines, den Dreieck unterm Arme, die Damen aufs Schönste geschmückt, sonst wird man auf die erste Galerie gewiesen, die halb so viel kostet als das Parterre. Ob sich aber dort im 6. Stockwerk viel sehen und hören lässt, müssen wir billig bezweifeln. Unser Schicksal wollte, dass wir die von Winter komponierte Oper Calypso sehen sollten, denn an eine Wahl ist hier nicht zu denken.
Fußnote: Peter von Winter, 1754 bis 1825, einst international angesehener Komponist, seit 1788 in München Hofkapellmeister, schrieb über 40 Opern, ferner Oratorien, Messen, Kantaten und Kammermusik. Zur Einstudierung seiner Oper Calypso weilte Winter 1803 bis 1805 in London. Fußnote Ende. Mehrere Wochen hindurch erscheint eine und dieselbe Oper, ein und dasselbe Ballett, ununterbrochen hintereinander fort, bis Sänger und Tänzer es müde sind. Denn das Publikum in den Logen ermüdet nicht, immer das Nämliche zu sehen und es vortrefflich zu finden. Kaum dreimal werden den Winter über die Vorstellungen gewechselt. Die berühmte Billington erschien als Calypso wenig zu ihrem Vorteil. Fußnote: Elisabeth, geborene Weichsel, geboren in London als Tochter eines deutschen Musikers, gestorben 1818. 1794 bis 1801 weilte sie in Italien, kehrte dann nach London zurück und blieb bis 1809 am Theater. Fußnote Ende. Ihre reichlichen 40 Jahre konnte man übersehen, wäre sie nur nicht so unerlaubt dick gewesen, wie wir noch nie eine weibliche Gestalt auf dem Theater erblickten. Hätte sie sich nur bemüht, durch Spiel und Ausdruck Jugend und Gestalt zu ersetzen. Aber sie hielt es unter ihrer Würde, Schauspielerin zu sein. Bewegungslos stand sie da und sang und glaubte damit schon ein Übriges getan zu haben. Die Engländer hielten sie für die erste Sängerin der Welt. Ihre Stimme war in der Tat rein, voll und besonders in der Höhe von großem Umfang, dabei kunstmäßig gebildet, aber Ausdruck und Vortrag fehlten ihr ganz. Wie es ihr vorgeschrieben war, so sang sie alles richtig hintereinander ab, gleich einem Uhrwerke, brachte hin und wieder Kadenzen und Triller ein, wobei dem Zuhörer der Atem verging und glaubte so, die höchste Stufe der Kunst erreicht zu haben. So ein Triller von einer Viertelstunde, darüber geht dem Engländer kein Gesang der Welt. Alle übrigen Sänger und Sängerinnen, größtenteils Italiener, waren fast noch weniger als mittelmäßig. Unter den Schlechtesten als die Schlechteste zeichnete sich die zweite Sängerin aus. Und man sagte uns, die Direktion hätte sie bloß engagiert, weil ihr die Kleider ihrer Vorgängerin wie angegossen passten. Das Orchester war lobenswert, die Dekorationen recht hübsch, aber bei weitem nicht mit denen der anderen Theater in London zu vergleichen. Die ganze Anstalt schien uns mit einer Messgenerie, Fußnote, Kleinlichkeit, Fußnote Ende, betrieben, die sowohl der großen Summen, welche darauf verwendet werden, als des Publikums, das sich dort versammelt, unwürdig ist. Sehr vergnügt sahen wir den Signore Telemaco endlich seinen Luftsprung machen und freuten uns auf das Ballett. Leider aber hatte auch dieses drei Akte und schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Es war ein moralisches, sentimentales Wesen. Mademoiselle Parisot, Larborie, dessen Frau und noch einige, deren Namen uns nicht beifallen, waren vortrefflich. Die Haupttänzer sind es immer, denn man engagiert alljährlich ausgezeichnete Künstler aus Paris für die Saison um große Preise. Desto schlechter stechen aber die anderen Tänzer, noch mehr die Figuranten dagegen ab, sowohl in Hinsicht der Kunst als der Kleidung. Nirgends eine Spur des Geistes, der uns im Pariser Ballett in eine andere Welt versetzt. Nach 1 Uhr kamen wir ermüdet, als hätten wir mitgetanzt, zu Hause an. Um 7 Uhr waren wir schon hingefahren. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 57, Vauxhall. Vauxhall, Fußnote, der Vergnügungspark entstand um die Mitte des 17. Jahrhunderts und wurde gegen 1830 aufgelassen. Vauxhall, ursprünglich der Name eines Dorfes,
heute ein Stadtteil von London, diente in der Zeit der Blüte des Vergnügungsortes auch für ähnliche Anlagen in anderen Städten, so auch in Edinburgh, von dem Johanna berichtet. Fußnote Ende. Reizender, blendender, feenhafter lässt sich nichts denken als dieser in einer kleinen Entfernung von London am Ufer der Themse gelegene Garten, besonders in sogenannten Galanächten, wenn er zur Feier des Geburtstages irgendeines Mitglieds der königlichen Familie in doppelter Erleuchtung prangt. Gegen 15.000 wohlgekleidete Männer und Frauen wandeln dann im Schimmer unzähliger Lampen auf diesem magischen Flecken Erde zwischen schönen Bäumen und blühenden Sträuchern im fröhlichsten Gedränge umher. Musik tönt durch die laue Sommernacht, alles atmet Lust und Vergnügen. Es ist, als beträte man das Paradies der Mohammedaner. Nirgends sieht man herrlichere Gestalten als hier, wo die in allen Farben prangende, sonnenhelle Beleuchtung jeden Reiz erhöht. Gleich der Eintritt in diesen Zauberort überrascht und blendet. In der Mitte eines großen, ringsum mit schönen Bäumen umgebenen Platzes erhebt sich das Orchester hoch in die Luft. Aus tausendfarbigen Lampen zusammengesetzt, strahlt es blitzend gegen den dunklen nächtlichen Himmel, wie ein aus Edelsteinen erbauter Feenpalast. Leicht und luftig steht das fantastische Gebäude da und doch innerlich fest genug, um nah an 100 Personen sicher zu tragen. Hinter den ebenfalls erleuchteten Bäumen ziehen sich oben bedeckte Arkaden hin, unter welchen mehrere hundert kleine Bogen und Pavillons angebracht sind. Auch an diesen Arkaden reiht sich Lampe an Lampe, oben, unten, an den Seiten, überall funkelndes Licht und brennende Farbenpracht. Von diesem Platz aus laufen mehrere hell erleuchtete Alleen neben einigen dunklen. Letztere betritt die gute Gesellschaft nie. Transparente Gemälde endigen die erleuchteten Alleen, Säle mit Statuen, transparenten Blumen und kristallenen Girlanden geziert, bieten Schutz gegen Kälte, Wind und plötzlich einfallenden Regen. In einigen vom Orchester entlegenen Sälen spielen kleine Musikchöre. Mehr als 100 wohlgekleidete, gewandte Aufwärter stehen neben den Bögen, welche den großen Platz umgeben. Jedes Winks bereit, besetzen sie im Nu die darin fertig gedeckt stehenden Tische mit allem, was man in einem solchen Orte von kalten Speisen und Getränken verlangen kann. Das Orchester besteht größtenteils aus Blasinstrumenten. Wir hörten hier unter anderem ein Konzert auf der Trompete in einer Vollkommenheit, deren Möglichkeit wir nie geträumt hätten. Ein im Dienste des Prinzen von Wales stehender Künstler blies es. Auch die beliebtesten englischen Theatersänger, einige wenige der vornehmsten ausgenommen, lassen sich hier mit einzelnen Arien, Volksliedern, Kanons und vielstimmigen Gesängen hören. Im Freien klingt jede Musik gut, aber der Effekt, den diese aus dem Feentempel erschallenden mächtigen Töne in der funkelnden, schweigenden Nacht hervorbringen, ist unbeschreiblich. Denn trotz der großen Menschenmenge hört man doch nirgends wilden Lärm auf diesem Platze. Schweigend oder flüsternd wandelt alles umher und horcht der Musik, bis eine Glocke uns in einen etwas abgelegenen Teil des Gartens ruft. Dort sehen wir in einem großen, sich bewegenden Gemälde einen Wasserfall, auf das Täuschendste dargestellt. Man hört das wilde Rauschen der Fluten und sieht sie in stäubendem Schaum sich verwandeln. Die Szene belebt noch eine am Fuße des Wasserfalls angebrachte Brücke, über welche mancherlei Fuhrwerke, Fußgänger, Reiter und Tiere passieren, alles aufs Natürlichste und Täuschendste dargeboten. Von hier kehrt man zum Orchester zurück,
von welchen um diese Zeit gewöhnlich eine große Arie oder sonst ein ausgesuchtes Tonstück erschallt. Dann lustwandelt man in den hellen Alleen und besucht die verschiedenen Säle. Pfeilschnell verfliegt die Zeit, ehe man es erwartet, ist's Mitternacht. Eine zweite Glocke ruft uns in einen anderen Teil des Gartens zu einem artigen Feuerwerke, bei welchem man aber freilich nicht an die Flammenpracht im Wiener Prater denken muss. Nach dem Feuerwerke verteilt sich der größte Teil der Gesellschaft in die Logen, wo man in kleinen, selbstgewählten Kreisen fröhlich zu Abend isst und dabei die draußen umher wandelnde, schöne Welt die Musterung passieren lässt. Späterhin wird auf dem grünen Rasen in der Nähe des Orchesters getanzt. Die Damen, welche hier tanzen, mögen freilich wohl nicht die unbescholtensten sein. Schwerlich würde sich in London ein Mädchen von gutem Rufe zu einer solchen öffentlichen Ausstellung verstehen. Auch bemerkten wir fast immer dieselben Tänzerinnen und schließen daraus, dass sie vom Unternehmer der Anstalt hier zu tanzen engagiert sind. Indes, sie tanzen mit dem Ausdruck der Freude und dennoch anständig, so dass sie eine vollkommene Illusion hervorbrachten. Alle waren schön, jung und wohlgekleidet, und so fragte niemand danach, wer sie wohl eigentlich sein möchten. Gewöhnlich bricht der Tag über alle dieser Freude an. Doch pflegt die gute Gesellschaft, sich vor 2 Uhr zu entfernen. Später artet der Ton aus und wird zuweilen zu wild und markantisch, als dass man gern dabei verweilen möchte. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 58 Konzerte. Berühmte Virtuosen, welche in London binnen wenigen Jahren ein Vermögen erwarben, das sie auf dem festen Lande während einer ganzen Lebenszeit nicht erworben hätten, wissen am besten, wie man hier die Musik liebt. Die Nation selbst ist eigentlich nicht musikalisch. Es fehlte nicht bloß an Talent, sondern auch an Gehör und Geschmack. Daher gibt's nichts Ungefälligeres, Monotoneres als die englische Volksmusik. Wir haben schon früher bemerkt, dass hier der Text mehr gilt als die Melodie, deutliche Aussprache mehr als alle Kunst des Sängers. So ist's beim Volk und der mittleren Klasse. Die Großen aber, welche auf Reisen Gelegenheit hatten, das Bessere kennenzulernen, nehmen ausländische Talente gern in Schutz und belohnen sie mehr als fürstlich. Viele von ihnen haben in ihren Häusern zu bestimmten Tagen musikalische Vereine, an welchen fremde, berühmte Tonkünstler teilnehmen. Wohl dem, der mit einer einzigen Bekanntschaft oder Adresse nach London kommt. Sein Glück ist gemacht. Verschiedene große Subskriptionskonzerte existieren den Winter über in London, wo alle bedeutenden Fremden und Einheimischen Virtuosen engagiert sind. Auch diese Konzerte, die ziemlich kostbar sind, werden größtenteils von den Vornehmeren besucht und erhalten. Das glänzendste derselben wird während der beiden letzten sogenannten Wintermonate wöchentlich einmal in Hanover Square in einem schönen, hochgewölbten Saale gegeben, an welchen 2 brillante Konversationszimmer stoßen. Es ist hauptsächlich der Vokalmusik geweiht. Nie hat uns ein Konzert mehr Vergnügen gewährt als dies. Das sehr glänzende Auditorium war still und aufmerksam. Londons beste Sänger wetteiferten miteinander. Madame Billington, die uns im Konzerte weit besser gefiel als zuvor in der Oper, Madame Storace, Madame Dusek, die Frau des berühmten Klavierspielers, Fußnote, Tochter Domenico Corris, eines Opernkomponisten. Corri gründete 1797 mit seinem Schwiegersohn Dusek in London einen Musikverlag, der aber bald fallierte.
Johann Ladislaus Dusek, geboren 1761 in Böhmen, gestorben 1812 in Paris, war ein bedeutender, vor allem aber sehr effektvoller Virtuose am Pianoforte. Fußnote Ende. Sangen sehr angenehm. Letztere ließ sich auch auf der Harfe hören, die sie meisterhaft spielte. Besonders entzückte uns der Tenorist Braham, Fußnote, eigentlich Abraham John, 1774 bis 1856, bedeutender Sänger, der Zeit seines Lebens in London wirkte. In Webers Oberon, der für London komponiert wurde, war er der erste Hueon. Fußnote Ende, welcher damals vielleicht die schönste Stimme hatte, die existierte. Er ist eigentlich ein Israelit und heißt Abraham. Arien, Duette und vierstimmige Musikstücke wechselten miteinander ab. Manches musste wiederholt werden, denn der Engländer, hoch oder niedrig, lässt sich's nicht nehmen, für sein Geld zu befehlen, ohne Umstände und Ansehen der Person. Die Künstler müssen gehorchen, wenn's ihnen auch noch so schwer wird, und sich's am Ende noch zur Ehre rechnen, wenn sie encorded werden, wie man's hierzulande nennt. Am Ende des Konzertes sang ein 7-jähriger Knabe, der Sohn des Unternehmers, ein italienisches Liedchen, gut genug für sein Alter. Die Gutmütigkeit des englischen Volks, die gern jedes aufkeimende Talent aufmuntert, zeigte sich hier. Auch er wurde encorded, obgleich es schon Geduld erforderte, das kindliche Stimmchen gleich nach Brahams männlich schönem Gesang auch nur einmal anzuhören. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 59. Palast von St. James, die Parks von Kensington Gardens. Kein Fürst, auch nicht der kleinste regierende Herr, dessen Besitzungen kaum auf der Karte zu finden sind, hat eine schlechtere Residenz als der König von England. Kaum traut man seinen Augen, wenn man das alte, winkelige, rostige Gebäude ansieht, das mit dem stolzen Titel St. James Palast prangt. Fußnote: Nach dem Brand von Whitehall 1691 die ständige Residenz der englischen Könige von William III. Bis George IV. 1809 zerstörte ein Feuer den Ostflügel, so dass wenig mehr vom alten Tudor-Palast übrig blieb. Ende Fußnote. Auch bewohnte König George III. Es gelegentlich nicht, und nur zum Schein prunkte ein großes Bette mit rotsamtenen Vorhängen im großen Levee-Zimmer. Alle Hoffeierlichkeiten wurden zwar nach althergebrachter Weise in diesem königlichen Rattennest gehalten, aber die hohen Herrschaften begaben sich immer vorher inkognito hin und wohnten eigentlich im Palaste der Königin, Buckingham House genannt. Einem großen, moderneren Gebäude, welches aber auch, weit entfernt von aller königlichen Pracht, weder sehr groß noch sehr schön aus bloßen Ziegelsteinen erbaut war. Fußnote: 1703 von John Sheffield, Herzog von Buckingham, erbaut, 1761 von George III. Angekauft und von George IV. 1825 nach Plänen von Nash umgebaut und später nochmals ergänzt, zum letzten Mal 1913 von Aston Webb. Seit dem Regierungsantritt der Königin Victoria 1837 Residenz der englischen Herrscher, Buckingham Palace. Ende Fußnote. Es liegt in dem an den Palast von St. James anstoßenden St. James Park, der Lieblingspromenade der Londoner. Dieser Park ist eigentlich nur eine sehr schöne große Wiese, durchschnitten von angenehmen Fußwegen, belebt durch einen ihn durchkreuzenden Kanal und geziert mit hin und wieder zerstreuten Gruppen schöner alter Bäume. Alles darin ist einfach, aber unaussprechlich angenehm durch den Kontrast dieser ländlichen Stille mit dem Geräusche der großen Hauptstadt, aus welchem man unmittelbar hineintritt.
Am westlichen Ende des Parks liegt Buckingham House mit seinen Gärten. Der Green Park zieht sich längs diesen hin, ebenfalls eine zur Promenade eingerichtete Wiese mit wenigen Bäumen besetzt. Der Hyde Park begrenzt beide, größer als sie, geht er bis an die Gärten von Kensington, ein in mannigfaltigen Krümmungen sich hindurchwindender, silberheller Strom verschönt ihn. Kühe und schöne Pferde weiden am Ufer. Alles ist frisch und grün, als wäre man 100 Meilen von der Stadt. Wenn man vom Hyde Park aus in die Gärten von Kensington tritt, wähnt man am Eingange eines uralten Heiligen Hains zu sein. So majestätisch erheben die hohen, schönen Bäume, der ausgezeichnetste Schmuck jener Gärten, ihr prächtiges Laubgewölbe. Diese Gärten, das gewöhnliche Ziel der Spaziergänger, gehören ebenfalls dem Könige und stehen, solange die schöne Jahreszeit währt, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends dem wohlgekleideten Publikum offen. Sie sind nicht im neuesten Geschmacke angelegt. Man findet noch nach alter Weise breite, nach der Schnur gezogene Alleen darin und eine gewisse Symmetrie, von welcher die neue Gartenkunst nichts wissen will. Desto besser aber eignen sie sich zur Promenade einer großen Hauptstadt. Angefüllt mit Spaziergängern, die unter diesen prächtigen Bäumen lustwandeln, machten sie einen ebenso reizenden wie imposanten Eindruck. Der zu diesen Gärten gehörende Palast von Kensington verdient nur wegen seines Eigentümers diesen prächtigen Namen. Die königliche Familie kommt nie hin. Er wird von einigen Privatpersonen bewohnt, welche vom König die Erlaubnis dazu erhielten. Jeden Sonntagnachmittags bei schönem Wetter wimmelt im Sommer der St. James Park von wohlgekleideten Spaziergängern, die zwar Nobodies sind, sich aber doch ebenso gut ausnehmen, als würden sie wirklich mitzählen. Alles, was die Woche hindurch sich in den Ladengewölben und Arbeitszimmern der City abmühte und kein Haus zu hüten hat, eilt dann hinaus, um frische Luft zu schöpfen, grüne Bäume zu sehen und wohl auch seinen Sonntagsputz zu zeigen. Der Anblick dieser wohlgekleideten Menge ist sehr angenehm. Weit interessanter aber noch der, den der Hyde Park im Frühling gewährt. An schönen Sonntagmorgen, nach Londoner Rechnung zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags, fährt, reitet und geht dann die schöne Welt dort spazieren. Eine unzählbare Menge der schönsten Equipagen, der herrlichsten Pferde bedecken in dieser Zeit den durch Hyde Park führenden Fuhrweg bis Kensington. Kein Fiaker, kein öffentliches Fuhrwerk darf diesen Weg befahren. Nichts darf sich zeigen, was uns daran erinnern könnte, dass es auch Leute in der Welt gibt, die nicht reich und vornehm sind. Der Anblick der vielen schönen Reiter und Pferde, der 1000 Equipagen von allen Formen und Größen, der schönen Frauen und lieblichen Kinderköpfchen, die aus diesen herausgucken, ist einer der prächtigsten, den nur irgendeine Hauptstadt gewähren kann. Nichts gibt einen anschaulicheren Beweis der Opulenz und Bevölkerung Londons. Auch die Spaziergänge wimmeln von Spazierengehenden, die zum Teil jene schimmernden Equipagen verließen, um hier zu lustwandeln und Bekannte zu treffen. Besonders brillant sind dann die Alleen von Kensington. Man hat errechnet, dass an solchen Tagen bisweilen 100.000 Menschen zugleich sich in den Parks und den Gärten von Kensington, des blauen Himmels und der schönen Erde freuen. Auch im Winter versammeln sich oft viele 1000 Menschen dort, besonders wenn bei starker Kälte der Strom im Hyde Park mit Eis bedeckt ist. Dann zeigen die Schlittschuhläufer ihre Künste. Man eilt hin, sie zu bewundern. Für Erfrischungen und Wärme ist in dazu erbauten Pavillons gesorgt, und was noch besser ist, für Hilfe bei möglichen Unglücksfällen durch eine sehr zweckmäßige, an den Ufern des Stroms errichtete Rettungsanstalt. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 60. Des Königs Geburtstag. Dieser Tag, der 4. Junius, welchen auch der Nachfolger George III. Als seinen Geburtstag angenommen hatte, ist für die Londoner Feinerwelt
der wichtigste im ganzen Jahre. Der Wendepunkt, welcher den Sommer von dem Winter scheidet, ergibt für die nächsten 12 Monate den Ton an, für Moden, Equipagen. Alles wird für diesen und nach diesem Tag berechnet. So war es wenigstens, solange des alten Königs Gesundheit ihm erlaubte, sich öffentlich sehen zu lassen. Sein späteres anhaltendes Übelsein wird freilich in Hinsicht des an diesem Tage üblichen Zeremoniells manche Änderungen herbeigeführt haben. Doch die Hauptsache blieb gewiss. Solange er lebte, wird es auch später, solange es Könige von England gibt. Schon Monate vorher sind alle Sattler, Wagenfabrikanten, Schneider, Juweliere und Modehändler in großer, eilender Geschäftigkeit. Neue Kleider, neuer Putz werden ersonnen und gemacht, Juwelen umfasst, Prachtequipagen und glänzende Livreen angeschafft. Alles wird aufgeboten, um an diesem Tage eine Stunde lang zu glänzen. Denn viel länger währt die ganze Herrlichkeit nicht. Die Zeitungen tun freilich das ihrige nach besten Kräften, um diesen Glanz, so viel an ihnen liegt, zu verewigen. Sie füllen viele Tage hindurch lange Kolonnen mit Beschreibungen desselben aus. Jedes Quästchen an den Damenkleidern, jede Stickerei an den Galaperücken der Herren wird ehrenvoll darin gedacht. Auch Wagen und Livreen werden nicht vergessen. Aber was hilft das alles? Solch eine papierene Ewigkeit ist in unseren Tagen von gar kurzer Dauer. Im Park von St. James bemerken wir an diesem Tage um 1 Uhr viele Leute vor einer kleinen Hintertüre des Palastes, die den König dort aussteigen sehen wollten, wenn er vom Buckingham Hause käme. Kanonendonner verkündete einstweilen die Feier des Tages. Erwartung, Freude, Liebe strahlte von allen Gesichtern, denn das Volk hing mit kindlicher Liebe an dem guten alten Georg, unter dessen langer Regierung der größte Teil derselben geboren ward. Wir warteten seine Ankunft nicht ab, um nicht zu sehr ins Gedränge zu geraten, sondern begaben uns in die schöne und breite Straße von St. James, welche gerade zum Haupteingange des Palastes führt. Von dem Balkon eines Privathauses konnten wir dort den Zug der Glückwünschenden bequem ansehen. Es war ein schöner, lebensfroher Einblick. Kein Fenster, kein Balkon der ziemlich langen Straße blieb unbesetzt. Frohe Gesichter schauten aus allen herab, Kopf an Kopf, dicht gedrängt. Sogar die Dächer wimmelten von Zuschauern. Eine unzählbare Menge wohlgekleideter Leute drängte sich auf der Straße weit über den Fußpfad hinaus, so dass in der Mitte kaum Platz für die Wagen blieb. Eine Menge Equipagen und Mietwagen bildeten an der einen Seite eine lange, stillstehende Reihe. Fast lauter hübsche Frauen und Mädchen blickten neben den reizenden Kinderköpfchen neugierig daraus hervor in das bunte Gewühl. Vor dem Schlosse paradierte die schöne königliche Garde zu Pferd. Reich gekleidete Hofbediente standen am Tore desselben. Auch die 100 Yeomen des Königs. Eigentlich eine Art Schweizer Garde. In Klammern Fußnote: King's Bodyguard Yeoman of the Guard, 1485 als Leibwache für den Herrscher aufgestellt. Nicht zu verwechseln mit den Yeoman Warders, die im Tower den Dienst versehen und bedeutend früher gegründet wurden. Ende der Fußnote. Ihre Kleidung ist noch genau dieselbe, die sie im 15. Jahrhundert war. Bunt und wunderlich anzuschauen. Das Volk nennt diese Trabanten des Königs Ochsenfresser, the King's Beef Eaters, und ihre wohlgenährten Figuren scheinen diesen Ehrentitel reichlich zu verdienen. So sonderbar sie in der über und über mit Gold besetzten, scharlachroten, altenglischen Kleidung, mit den auf Brust und Rücken glänzenden silbernen Schildern und dem flachen, mit bunten Schleifen gezierten Barett auch aussehen, so gibt ihre Erscheinung dem Feste doch etwas Feierliches, Altväterisches, das uns in vergangene Zeiten versetzt. Dieser Eindruck wurde noch vermehrt, als die lange Reihe der Leute von der Feuerassekuranzkompanie aus dem Palaste, wo sie ihren Glückwunsch abgelegt hatten,
in Prozessionen nach einer Taverne zog, um dort auf des Königs Gesundheit feierlichst zu trinken. Auch diese erschienen in wunderlicher karmesinroter Kleidung. Vor ihnen her wurde das beliebte God Save the King geblasen, in Klammern Fußnote, in dem zu jeder Zeit stark feuergefährdeten London gab es keine städtische Feuerwehr, sondern die Phoenix Versicherungsgesellschaft hielt sich eine Truppe von Leuten, die eingesetzt wurden, wenn ein bei der Gesellschaft versichertes Haus in Brand geriet. Ende der Fußnote. Durch alles dieses hindurch bewegte sich langsam eine unabsehbare Reihe Kutschen, in welchen die Gratulanten nach Hofe fuhren. Diese gaben den reichsten und mannigfaltigsten Anblick. Nirgends kann man prächtigere Kutschen von der neuesten, noch nie zuvor gesehenen Form, nirgends schönere, stolzere Pferde erblicken. Ein Schwarm reich gekleideter Livreebedienten umgab die Schritt vor Schritt langsam fahrenden Wagen. Ungeduldig schnoben die Pferde, aber der mit einer großen, runden Perücke versehene, auf dem befransten Bocke majestätisch thronende Kutscher hielt sie in Respekt. Wie in anderen Ländern Schnurrbärte, so sind in England solche dicken, runden Perücken Abzeichen der Kutsche. Und je vornehmer der Herr, je größer sind die Perücken. Die reich gekleideten Herren und Damen in den Kutschen schienen sich bei der langsamen Kavalkade ein wenig zu langweilen. Die Damen nahmen sich von oben nicht sehr graziöses aus in dem überladenen Putze und der steifen, ängstlichen Stellung. Fast wie die überfüllte, umgestülpte Schachtel einer Modehändlerin, ein formloser Berg von Flor, Blumen, Federn und tausend schönen Sachen. Der Lord Major und die Sheriffs der City in ihrer schwarzen Amtskleidung mit schweren goldenen Ketten geschmückt, fuhren in großen, über und über vergoldeten, altmodischen, doch neuen Staatswagen, an welchen fast überall ebenso vergoldete Bediente mit großen Federhüten hingen. Zum Teil ziemlich rosige Hofkutschen, in Klammern, die uns an die Dresdner Fahrten nach Pillnitz erinnerten, Klammer zu, machten von Zeit zu Zeit von ihrem Vorrechte Gebrauch, aus der Reihe hinaus allen anderen vorbeizufahren. Die Herzöge von York, von Gloucester und andere Mitglieder der königlichen Familie saßen in beinahe ganz gläsernen Staatswagen, so dass man sie von allen Seiten deutlich sehen konnten. In alle diese Pracht mischten sich ganz gewöhnliche Fiaker und behaupteten ihren Platz in der glänzenden Reihe so gut wie die anderen. Größtenteils saßen Offiziere und Geistliche darin. Ja, ein Spottvogel neben uns wollte in einem derselben drei Bischöfe erblicken, die so das Stück für 6 Pence an den Hof fuhren. Zur Seite dieses langen Zuges trabten brillant gekleidete Portechaisenträger ihren Hundstrott, mit schönen, aufgeputzten Portechaisen, deren Deckel des hohen Standes der darin sitzenden glänzenden Dame und ein Schwarm reich gekleideter Livreebediensteten begleitete jede derselben. Von 1 bis 6 Uhr währte dieser Zug ununterbrochen fort, ohne zu stocken. Die Herren und Damen stiegen aus, so wie sie ankamen, machten sie dem König und der Königin ihr Kompliment, vielleicht ohne im Gewühl der Menge einmal bemerkt zu werden, und fuhren dann wieder fort, um anderen Neuankommenden Platz zu machen. Dies war die ganze Freude, mit so vielem Aufwande an Geld, Zeit und Vorsorge errungen. Nach der Kur gab die Königin ein Familiendinner, das einzige im ganzen Jahre. Auf dieses folgte ein Konzert, zu welchem der dafür besoldete Hofpoet jedes Mal eine neue, sogenannte Ode machen muss. Auch zum Konzert werden nur wenige von den Vornehmsten auserwählt und zugelassen. Sonst pflegte diesem Konzerte noch ein Ball zu folgen, der höchstens 2 Stunden währte und bei welchem die strenge Rangordnung und Etikette den Vorsitz hatte.
Seit einigen Jahren aber begnügt man sich mit übrigen Freuden des Tages. Abends waren einige öffentliche Gebäude, die Theater und die Häuser der Kaufleute und Handwerker, welche den Hof bedienen, ziemlich hübsch illuminiert, und damit endigte dieser wichtige Tag. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer, Kapitel 61: Pension für Mädchen. Fußnote: Der 15-jährige Arthur notierte dazu: Mittwoch, den 1. Juni. Wir waren diesen Mittag bei Herrn Harris. Er wohnt dicht vor London, hat aber vor seinem Hause eine sehr schöne Aussicht. Wir fuhren diesen Abend mit ihm nach einer Pension, Boarding School, von jungen Mädchen, wo Herr Harris auch zwei Töchter hatte. Sie lernten hier auch tanzen und hatten heute eine Art Ball, wo sie alle in Gegenwart ihrer Eltern und anderer, die als Zuschauer hinkommen, tanzen. Es war ein allerliebster Anblick, hier über 40 junge Mädchen von 8 bis 16 Jahren wirklich mit vielem Anstand unter sich und alle gleich gekleidet tanzen zu sehen. Nachher wurden ein paar Tänze getanzt, in die sich auch Herren mengten und die ich auch mittanzte. Ende der Fußnote. Oft begegneten wir sonntags auf unseren kleinen Lustreisen in der Gegend bei London einem Zuge von 30 bis 40 jungen Mädchen, auf dem Fußpfade neben der Landstraße, andächtig zur Kirche wandelnd. Es war ein lieblicher Anblick, schneeweiß gekleidet, mit artigen Strohhüten gingen sie paarweise hintereinander fort, einige in eben aufblühender jugendlicher Schönheit, andere frisch und rot in knospender Kindheit. Mehrere Aufseherinnen begleiteten sie, strenge wachend über jeden Tritt, jede Miene, damit ja kein Freudensprung, kein lautes Lachen ihnen auf dem ernsten Wege entschlüpfte. Zuweilen kam von der anderen Seite ein ähnlicher Zug Knaben daher, dem nämlichen Ziele zuwandelnd, begleitet von seinen Lehrern. Die Aufseher und Aufseherinnen grüßten sich wohl als Bekannte, aber die Kinder schielten sich nur von der Seite ein wenig an und wandelten mit gezwungenem Ernst weiter. Es waren die Zöglinge aus irgendeiner der vielen Pensionen, welchen jeden Sonntag zweimal feierlich zum Gottesdienste getrieben werden. Dörfer und Flecken ringsumher wimmeln von solchen Erziehungsanstalten, die alle gedeihen, da fast niemand seine Kinder zu Hause erzieht, wo sie zu viel Unordnung und Unruhe machen würden. So wie Knaben und Mädchen aus der Kinderstube kommen, werden sie in jene Erziehungsanstalten gegeben und kehren erst nach ganz vollendeter Erziehung, beinahe erwachsen, in das väterliche Haus zurück. Die Mädchen lernen diesen Anstalten von allem etwas, aber wenig Gründliches. Man lehrt sie Geschichte und Geographie. Dennoch weiß eine Engländerin selten, wie es außer ihrem Vaterlande aussieht und was dort in früheren Zeiten sich begeben hat. Auch in der französischen und italienischen Sprache erhalten sie Unterricht, aber dem Fremden, der nicht Englisch kann, ist damit nichts gebessert. Schwerlich wird er in der Gesellschaft eine Dame finden, die ihm in einer fremden Sprache reden stünde. Musik und Zeichnen wird sehr oberflächlich und gewöhnlich nur betrieben, um beide späterhin so bald als möglich wieder zu vergessen. Die Mädchen lernen Sticken, Papierblumen machen, sie fabrizieren artige Papparbeiten, Kästchen von vergoldetem Papier, Vasen von Eierschalen, tausend zierliche Dinge. Aber was man eigentlich fürs Haus braucht, bleibt ihnen gewöhnlich unbekannt. Der Hauptzweck des größten Teils der Vorsteherinnen solcher Anstalten ist vor allen Dingen, einmal im Jahre mit ihren Zöglingen recht zu glänzen, wenn sich die Eltern und Verwandten derselben bei dem großen Prüfungsfeste versammeln. Mehrere Monate vor diesem Fest hört schon aller ernstliche Unterricht auf. Alles wird angewendet, um die Kinder für den wichtigen Tag zu dressieren. Musikstücke werden ihnen eingelernt, die sie vor der entzückten Versammlung mechanisch ableiern sollen. Zeichnungen werden mit Hilfe des Lehrmeisters verfertigt und dergleichen mehr. Die Hauptsache aber bleibt, sie für den Ball, der abends gegeben wird, abzurichten, und der Tanzmeister kommt mehrere Wochen lang kaum aus dem Hause. Eine Dame unserer Bekanntschaft,
deren Töchter in dem nahe bei London gelegenen Flecken Southwark in Pension waren, führte uns zu solch einem Fest dahin. Die Vorsteherin des sehr großen Hauses empfing uns mit vieler Artigkeit. Wir wurden in einen großen Saal geführt, an dessen einem Ende die hocherfreuten Mütter und übrigen Verwandten der jungen Mädchen saßen. Die Zöglinge selbst waren am entgegengesetzten Ende auf mehreren Reihen amphitheatralisch übereinander sich erhebender Bänke wie zur Schau ausgestellt. Auch gewährten sie einen sehr reizenden Anblick. Man denke sich, 50 junge Mädchen von 8 bis 16 Jahren, hübsch, in blühender Gesundheit, einfach, aber geschmackvoll in die Uniform des Hauses gekleidet, mit schneeweißen, kurzen Kleidern und blauen Schuhen. Ein silbernes Netz ums Haar, eine silberne Schärpe um den Leib war ihr ganzer Putz. So saßen sie da, glühend vor rascher jugendlicher Erwartung und Freude. Unter Anleitung des Tanzmeisters begann endlich der Ball. Die Mädchen tanzten unter sich lauter ganz bescheidene Tänze, keinen Walzer, keinen Schalltanz, keine künstlichen Sprünge, sondern eine Art Menuette zu 6 bis 8 Paaren, welche der Tanzmeister für sie eigens komponiert hatte und die wohl sonst nirgends in der Welt getanzt werden als in Pensionsanstalten wie dieser. Die geschickten Tänzerinnen hatten kleine Solos darin, um sich recht zu zeigen. Nach Endigung jedes Tanzes wurden sie von Müttern und Verwandten gelobt und geliebkost. Nur 2 arme kleine Holländerinnen standen traurig und unbemerkt in einer Ecke allein. Niemand kümmerte sich um die Fremden, die aus ihrem Vaterlande hierher zur Erziehung geschickt waren. Wir, Fremdlinge wie sie, fühlten uns ihnen verwandt, riefen sie zu uns und erzählten ihnen, dass wir unlängst aus ihrem Vaterlande kamen, und hatten bald den Trost, auch aus ihren kindlichen, klaren Augen die Freude leuchten zu sehen. Als die auf die Länge etwas langweilige Paradetänze abgetan waren, kamen einige englische und schottische an die Reihe. Froh, des Zwangs entledigt zu sein, hüpften die lieblichen Kinder unbefangener umher, und einige junge, anwesende Vettern und Brüder erhielten die Erlaubnis, sich mit ihnen herumzudrehen. Mit stiller Rührung sahen wir ihre sorglose Freude. Tanzend bereiteten sich die holden Geschöpfe zu dem Leben, das sie jetzt, in dem Augenblick, da wir dies niederschrieben, schon längst mit seinem ganzen Ernste ergriffen hat. Erwartungsvoll blickten damals so viele helle Augen der Zukunft entgegen, als wären auch sie ein Tanz der Freude. Jetzt füllen sich diese Augen beim Andenken an jene unwiederbringlich hingeschwundenen Tage, wahrscheinlich mit Tränen der Sehnsucht. Ahnend dachten wir damals ihrer Zukunft und verließen sie, noch mitten in der Freude, mit stillen Wünschen für die Zukunft. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 62. Pension für Knaben. Gewöhnlich sind es Landprediger, die irgendein großes, schönes Lokal unfern der Kirche, in welcher sie predigen, mieten oder kaufen und neben ihren Berufsgeschäften dieses Erziehungsgeschäft treiben, wobei sich die sehr ehrwürdigen Herren ungemein wohl befinden. Fußnote. Dazu notierte Johanna in einer Fußnote: Most Reverend Sir, sehr ehrwürdiger Herr, der Titel der englischen Geistlichen. Ende der Fußnote. Wir hatten Gelegenheit, die Erziehungsanstalt des Herrn Lancaster in Wimbledon, 8 englische Meilen von London, genau kennenzulernen. Sie gilt für eine der besten, selbst Lord Nelson ließ 2 seiner Neffen da erziehen. Fußnote: Admiral, Lord, lebte zu dieser Zeit zurückgezogen mit Lady Hamilton in der Grafschaft Surrey. Am 21. Oktober 1805 schlug die englische Flotte unter seinem Befehl die spanisch-französische bei Trafalgar vernichtend. Er selbst kam dabei ums Leben. Ende der Fußnote. Im Grunde gleichen sich alle. Nur die Zahl der Zöglinge, die größere oder beschränktere Einrichtung des Ganzen, unterscheidet sie voneinander. Der sehr ehrwürdige Herr zu Wimbledon befasste sich gar nicht mit dem Unterrichte. Unsichtbar für seine Schüler saß er den Tag über in seinem Studierzimmer,
wo er eine Anzahl junger Fremder, die bloß als Kostgänger, nicht als Schüler in seinem Hause lebten, im Englischen unterrichtete. Nur mittags, nach vollendeten Schulstunden, erschien er auf einem Katheder im Schulzimmer, um sich von den Lehrern Rapport abstatten zu lassen. Vier Lehrer, die im Hause wohnten und von denen wechselweise einer jede Woche die Spezialaufsicht über die Schüler hatte, gaben den notwendigen Unterricht, und zwar alle zugleich in dem nämlich großen Zimmer. Jeder steht auf einem kleinen Katheder, und die Schüler gehen abwechselnd pelotonweise von einem zum anderen. Dies währt vier Stunden lang ununterbrochen, von 8 bis 12. Die Schule wird mit Gebet eröffnet und geschlossen, ganz nach der englischen Liturgie, wobei auch des Königs, seines Hauses, der Schwangeren und Säugenden und so weiter von den Knaben christlich gedacht werden muss. Die Knaben erhalten Unterricht in den alten Sprachen, in Geographie, Geschichte, Schreiben, Rechnen und der französischen Sprache. Wer Fechten, Musik, Tanzen und Zeichnen lernen will, muss es besonders bezahlen. Die Lehrer dazu kommen wöchentlich einige Male von London herüber. An alles übrige Wissenswerte, was unsere Kinder in Deutschland lernen, wird nicht gedacht. Die Zöglinge essen zusammen ziemlich schlecht unter Aufsicht des die Woche habenden Lehrers, werden zu bestimmten Zeiten von ihm auf der Gemeinhut des Dorfes spazieren getrieben, spielen unter seiner Aufsicht auf dem großen Hofe und werden täglich in einem großen Bassin gebadet, auch im Winter, wo dann erst das Eis aufgehauen werden muss. Alles, Lehre, Strafe, die ganze Behandlung der Kinder, wird nach angenommenen Gesetzen mechanisch betrieben, ohne Rücksicht auf Alter, Charakter und Fähigkeit. Wie könnte es anders sein? Ihre sind 60, zwischen 6 und 16 Jahren. Alle Wochen wechselt der die Aufsicht habende Lehrer und dankt Gott, dass er auf 3 Wochen die Last los ist und sich bei der sehr reichlich besetzten Tafel des sehr ehrwürdigen Herrn mit den Kostgängern und der übrigen Gesellschaft von der in der Woche ausgestandenen Not und Mangel erholen kann. Kein Lehrer lernt die Kinder genauer kennen, da jeder sie nur ungefähr 12 Wochen im Jahr in so verschiedenen Zeiträumen unter seiner Aufsicht hat. Die Kostgänger haben dagegen ein herrliches Leben, denn sie bringen dem ehrwürdigen Herrn 3-mal so viele Guineen als die Schüler. Nur einige Schüler, deren Eltern es zu bezahlen vermögen, gehören auch dazu. Diese nehmen zwar an den Schulstunden teil, essen aber an dem gut besetzten Tische, können nach Herzenswunsch im Lustgarten und im Obstgarten ihr Wesen treiben, während ihre Kameraden auf dem öden Hofe bleiben müssen und entsetzlich geprügelt werden, wenn sie sich einmal in jene verbotenen Reviere eingeschlichen haben. So müssen die Kinder schon in der Jugend lernen, dass dem Reichen alles erlaubt und Geld daher das höchste Ziel ist, wonach man zu trachten hat. Hat ein Knabe einen Fehler begangen, seine Lektion nicht gelernt oder beim Spiel Unordnung gemacht, so wird ihm vom Lehrer zur Strafe aufgegeben, eine Seite Griechisch oder Latein auswendig zu lernen. Wenn er diese zur bestimmten Zeit nicht auswendig weiß, so schreibt der Lehrer seinen Namen auf und legt ihn aufs Katheder des Herrn Lancaster. Abends werden dann die so Verklagten zu ihm ins Studierzimmer gerufen, so viel ihrer sind, alle zugleich. Er redet sie mit Sir oder Gentleman an und fragt, ohne fernere Untersuchung ihres Vergehens, ob sie ihre Aufgabe gewusst haben. Sie müssen natürlich mit Nein antworten. Ohne sich auf etwas Weiteres einzulassen, fragt er, was sie dafür verdient hätten. Sie antworten, geprügelt zu werden. Und ohne Aufschub vollzieht der sehr ehrwürdige Herr an ihnen dies Urteil mit eigener Hand, oft an 7 oder 8 nacheinander, ohne Rücksicht, ob der Knabe 6 oder 16 Jahre alt ist, und dazu auf die beschimpfendste Weise. Haben 2 Knaben miteinander Streit gehabt oder sich geschlagen, so verklagt einer den anderen. Wenn aber auch seine Klage noch so sonnenklar wäre, er bekommt kein Recht, solange der Beklagte leugnet. Der Kläger muss Zeugen mitbringen.
sagen dagegen er und seine Zeugen noch so augenscheinlich die Unwahrheit, der Beklagte wird bestraft, wenn er nicht andere Zeugen beibringen kann, die seine Unschuld beweisen. Alles wird nach der Form abgetan wie vor englischen Richterstühlen. Den Charakter der Kinder zu ergründen, ihr Gefühl für Recht und Unrecht im höheren Sinne, ihre Liebe für das eigentliche Wissen zu bilden, daran denkt niemand. Wir enthalten uns aller Bemerkungen über eine solche Erziehungsmethode. Jeder macht sie gewiss selbst und fühlt, welchen Vorzug auch in dieser Rücksicht wir Deutsche vor jenen stolzen Insulanern haben und welche Resultate sich von einer solchen frühen Behandlung erwarten lassen. Sonntagmorgens werden die Schüler im Schulzimmer versammelt. Herr Lancaster ist nicht Prediger in Wimbledon, sondern Merton, einem eine halbe Stunde weit entlegenen Dorfe. Aber zu seiner Übung hält er seinen Schülern die Predigt, die er mittags dort halten wird, erst einmal in der Frühe. Damit verbindet er den in der englischen Liturgie vorgeschriebenen Gottesdienst, so dass das Ganze eine starke Stunde währt. Um 11 Uhr werden sie in sauberen Sonntagskleidern paarweise auf dem Hof rangiert und treten dann in Begleitung der 4 Lehrer den Marsch nach der Wimbledoner Kirche an, wo sie bei Predigt, Gesang und Litanei 2 Stunden verweilen müssen. Nachmittags werden sie wieder auf die nämliche Weise zur Kirche getrieben. Und abends um 8 Uhr wird abermals in der Schulstube großer Gottesdienst gehalten, wobei wieder des Königs und seines Hauses gedacht wird. Zwischen allen diesen Andachtsübungen müssen sie in der Bibel lesen und dürfen in Begleitung der Lehrer einen Spaziergang machen. Alle Spiele aber und alle lauten Ausbrüche der Freude sind hoch verpönt und werden streng bestraft. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer. Kapitel 63. Das britische Museum. Fußnote: Das größte Nationalmuseum Großbritanniens. Geschichte, Archäologie, Kunst und Völkerkunde und Nationalbibliothek. Die naturgeschichtlichen Sammlungen sind heute in Kensington untergebracht. 1753 kam die Sammlung des irischen Arztes Hans Sloane an das Museum, das im Montagu House untergebracht wurde. Als die Erweiterung der Sammlungen den Raum beschränkt werden ließ, erbauten die Brüder Smirke in den Jahren 1823 bis 55 das neue Museum. Ende Fußnote. Diese reiche, in einem schönen Lokal aufgestellte Sammlung verdient, der großen Nation anzugehören, deren Namen sie führt. Der unermüdliche Sammler Sir Hans Sloane legte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts den Grund dazu, indem er sein eigenes, sehr bedeutendes Museum der Nation vermachte. Mehrere große Sammlungen wurden damit vereinigt, und so erreichte das Ganze den Grad von Vollständigkeit, auf welchem es sich heute befindet. Die prächtige Vasensammlung des Sir William Hamilton, Fußnote, Altertumsforscher, 1730 bis 1803, nahm als Gesandter in Neapel an der Entdeckung von Herculaneum und Pompeji teil, Gatte der durch Lord Nelson bekannt gewordenen Lady Hamilton. Die Vasensammlung, die er dem britischen Museum verkaufte, ist durch die 240 Umrisse Tischbeins bekannt geworden. Hamilton schrieb ein grundlegendes Werk der Vasenkunde. Antiquité étrusque, grecque et romain. 4 Bände, Neapel, 1766 bis 67. Ende Fußnote. Die prächtige Vasensammlung des Sir William Hamilton ist die schönste Zierde desselben. Froh verweilten wir im Anschauen dieser schönen Formen, welche von den englischen Fabrikanten glücklich benutzt, durch ganz Europa die bis dahin Mode gewesenen hässlichen, verkrüppelten Formen verbannten und nach unserem Hausgerät die jetzt übliche, geschmackvolle Gestalt gaben. Alles, was uns an die goldene Zeit, an die schönen Jahrhunderte der Römer und Griechen erinnern konnte, fanden wir hier vereint. Mannigfaltiger Schmuck, Siegelringe, Lampen, Hausgötter, unendliches kleines Gerät aus den Gräbern von Pompeji und Herculaneum aufs Neue zum freundlichen Tageslicht befördert, vergegenwärtigte uns das heitere, gefällige Dasein der Alten. Wir lebten mit ihnen, solange wir in diesen Zimmern verweilten.
Schnell streiften wir hernach durch die Säle, welche das Naturalienkabinett, die ausgestopften Tiere und Mineralien enthalten, so auch durch das sehr beträchtliche Münzkabinett. Wenn man in seiner Zeit so beschränkt ist, wie wir es hier waren, so muss man entbehrend zu genießen wissen und lieber vieles aufopfern und nur etwas mit Muße betrachten, um davon eine bestimmte, interessante Erinnerung mit sich zu nehmen. Momentanes Verweilen bei vielen Gegenständen verwirrt und ermüdet ohne allen Nutzen. Auch die von Kapitän Cook. Fußnote: James, 1728 bis 79, Forscher und Weltumsegler. Seine Reisebeschreibungen, in Deutschland durch G. Forster bearbeitet, haben ihn sehr bekannt gemacht. Ende Fußnote. Auch die von Kapitän Cook aus dem fünften Weltteile mitgebrachten Merkwürdigkeiten, die hier ein ganzes Zimmer anfüllen, betrachteten wir nur im Vorübergehen. Mehrere Zimmer enthalten in Schränken, mit Drahtgitter versehen, die große, reichhaltige Bibliothek. Außer einer großen Zahl älterer, zum Teil sehr seltener Bücher, fasst sie beinahe alles, was bis auf den heutigen Tag in England herauskam. Denn von jedem mit Privilegium gedruckten Buche muss ein Exemplar hier abgeliefert werden. Wir verweilten nur einige Zeit in dem Zimmer, in welchem sich die Manuskripte befinden. Nicht nur alte Handschriften aller Art, von den beschriebenen Palmblättern und in Stein gehauenen ägyptischen Hieroglyphen an, bis auf die grausen, bunten Schriftzüge der Mönche des Mittelalters, werden hier aufbewahrt, sondern auch zahllose Briefe und Manuskripte der interessantesten und berühmtesten Menschen späterer Zeiten. Eine unendliche Fundgrube für den Geschichtsforscher, dem ein freundliches Geschick erlaubt, sie mit Muße und Auswahl zu benutzen. Und welch ein Feld würde sich hier dem Anekdotenjäger und Zeitblättler eröffnen, der nach Willkür fouragieren könnte. Wie viele Bände interessanter Briefe könnten da ausgewählt werden, zum Nutzen und Frommen unseres Lese- und Schreibsüchtigen Zeitalters, von welchem kein Schreibtisch, kein Portefeuille mehr sicher ist. Briefe vieler englischer Könige und Königinnen, vieler Männer, die auf ihr Zeitalter wirkten, füllen, wohlgeordnet in Mappen, eine Menge Schränke. Man war so gefällig, uns manches zu zeigen, unter anderem einen ganzen Band eigenhändiger, mitunter ziemlich zweideutiger Briefe der Königin Elisabeth an ihren unglücklichen Liebling Graf Essex. Ihre Handschrift ist merkwürdig. Diesen nicht schönen, aber mit Schnörkeln überladenen, sehr großen Buchstaben sieht man es an, dass sie langsam und vorsichtig geformt wurden. Und trotz aller Schmeichelworte, die sie ihrem Geliebten hinkritzelt, möchte man in etwas verändertem Sinne mit Schillers Maria Stuart ausrufen: Aus diesen Zügen spricht kein Herz. Auch von dieser unglücklichen Nebenbuhlerin Elisabeths werden hier viele Briefe aufbewahrt, größtenteils in französischer Sprache. Besonders rührend war uns der, welche sie an Elisabeth liebend und vertrauend schrieb, so wie sie die englische Grenze betreten hatte, ohne die traurige Zukunft zu ahnen, die sie sich mit diesem Schritt bereitete. Man zeigte uns auch den Entwurf einer ziemlich langen Rede, welche William der Eroberer, Fußnote, der Erste, 1066 bis 87, geboren 1027 oder 1028, als Sohn Herzog Roberts des Zweiten, des Teufels von der Normandie. 1051 bis 52 weilte er als Gast König Edwards des Bekenners in England, der ihm die Krone versprochen haben soll. Sein Anspruch auf England, er ließ sich 1066 in Westminster krönen, stieß das Land in langwierige kriegerische Unruhen und Aufstände. Dennoch gelang es ihm, ein autokratisches Königtum in England zu errichten und ein streng durchgeführtes feudales Lehnsystem zu gründen. Ende Fußnote. Welche William der Eroberer an das englische Volk halten wollte. Sie ist durchaus von seiner Hand in französischer Sprache geschrieben, ziemlich unorthografisch und voll Korrekturen und ausgestrichener Stellen. Nach ihrem Inhalte war er bloß aus Liebe zu dem Volke herübergekommen, um dieses glücklich zu machen. Unter den neuen Manuskripten bemerkten wir Popes Essay on Man, wie er ihn zuerst niederschrieb, ebenfalls voll Verbesserungen und Änderungen.
Nicht ohne Grund nennt ihn einer seiner Zeitgenossen den papiersparenden Pope, Paper-Sparing Pope. Das ganze Gedicht ist auf kleine Papierstückchen sehr schlecht und unleserlich niedergeschrieben, auf Briefkuverts, Visitenkarten, Einladungsbillets, ja sogar auf den Rändern alter Zeitungsblätter und dann mit Stecknadeln und seidenen Fäden bestmöglichst zusammengeflickt. Auf einem Pulte mitten in diesem Zimmer thront triumphierend das Heiligtum der Engländer, die ursprüngliche Magna Carta. Fußnote: Liberatum, The Great Charter, Privileg für die englischen Stände, am 15.06.1215 von Johann Ohneland unter Druck von Klerus, Adel und Städten erlassen. Sie sichert Freiheit der Kirche, Feudalordnung, Widerstandsrecht gegen willkürliche Bestrafung, persönliche Freiheit und persönlichen Besitz. Ende Fußnote. Die ursprüngliche Magna Carta unter Glas und Rahmen. Lange war sie verloren und ward glücklicherweise in dem Moment entdeckt, in welchem ein Schneider seine entheiligende Schere schon ansetzte, um Riemchen zum Maßnehmen daraus zu schneiden. Jetzt wird sie hier, wenn auch etwas verblichen, etwas zernagt vom Zahn der Zeit, dennoch sicher, kommenden Jahrhunderten aufbewahrt und von jedem echten Briten mit Ehrfurcht betrachtet. Gerne wären wir an einem anderen Tage ins Museum zurückgekehrt, aber die bestehende Einrichtung erschwerte uns diesen zweiten Besuch. Zu viel Fremde wünschen das Museum zu sehen, als dass die Nämlichen öfter als einmal dazu kommen könnten. Nur wenige Personen dürfen zugleich zugelassen werden, und man muss sich lange zuvor um die Erlaubnis dazu anmelden. Donnerstags morgens wird zwar öffentlich gezeigt, aber es ist weder Freude noch Nutzen dabei, von ziemlich unwissenden Aufsehern mit einer Menge von Leuten durch die Zimmer gedrängt zu werden. Wer zu wissenschaftlichem Zweck diese Sammlung benutzen will, kann auf gewisse Bedingungen die Erlaubnis dazu von den Vorstehern erhalten. Ein mit Schreibmaterialien und allem Erforderlichen wohlversehenes, ruhiges Zimmer steht einige Stunden des Tages den Arbeitenden offen.